dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pikniza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der zugegeben schlechten Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Ja, wir wohnen halt beide irgendwie auf dem Dorf und das ist dann noch alles Neuland mit Breitband und überhaupt. Und wir haben schon die ganze Familie aus sämtlichen Streaming-Kanälen rausgeschmissen und sie verdonnert, jetzt Mensch, ärgere dich nicht zu spielen, aber für Studiolink reicht's heute leider trotzdem nicht. Deswegen das gute alte Skype. Und das, obwohl sehr viele von euch uns in der letzten Woche unterstützt haben. Vielen Dank dafür. Ich habe die meisten dann auch per Mail nochmal kurz angeschrieben. Also danke für eure Unterstützung via PayPal und natürlich auch via Patreon. Wir sind dran, die Technik weiter aufzurüsten. Ich weiß, das erzähle ich jetzt dann doch schon ein paar Tage, aber ja, aus zeitlichen Gründen ist es nicht so schnell möglich, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das Hauptproblem, nämlich das Internet, kann ich auch mit, weiß ich nicht, nochmal 500 Euro nicht fixen. Es wird einfach nicht besser. Die Telekom ist hier der stärkste Anbieter für mich und leider Gottes dann trotzdem nicht stark genug, um einfach mal so eine Tonspur in einer ordentlichen Qualität durchs Netz zu schieben. Sei es drum, Sebastian, warum soll es uns besser gehen als unserem Lieblingsverein? Die plagen sich auch mit Internetproblemen rum und da sind wir eigentlich schon direkt im Thema. Denn wir müssen ein paar Sachen nachtragen. Letzte Folge haben wir ganz schön viel erzählt, die hat es dann auch auf Rekordlänge gebracht, über 3 Stunden. Keine Sorge, für diese Folge haben wir uns ein Limit von 90 Minuten gesetzt. Halten wir das ein? Ich weiß es nicht, Sebastian, was ist dein Tipp? Wir sind jetzt bei 1 Minute 33. Ich lasse jetzt hier knallhart die Stoppe mitlaufen, weil ich auch morgen früh zeitlich aufstehen will. Okay, dann ist nämlich Schluss in 1,5 Stunden. Mal gucken, ob das hinhaut. Aber ich wollte noch ein paar Sachen kurz klarstellen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, in der letzten Ausgabe haben wir viel erzählt. Manches war auch nur so halbrichtig, würde man beim VfB Stuttgart sagen. Ja, es geht nochmal ganz kurz um so ein paar kleine Punkte. Unter anderem war es so, dass wir in der Einleitung zur Folge 62 davon gesprochen haben, was der Herr Stefan Heim und der Herr Röttgermann beim VfB so alles gemacht oder alles machen und gemacht haben und haben da fälschlicherweise behauptet, dass Heim und Röttgermann bei der Daimler AG angestellt wären. Ja, wir haben versucht, in der Folge das noch klarzustellen, dass das eben nicht so ist, aber es kann sein, dass es der ein oder andere nicht ganz verstanden hat. Deswegen hier nochmal die Aufklärung. Auch nochmal vielen Dank an Matze298 auf Twitter, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Stefan Heim ist seit 1997 als Assistent der Geschäftsführung beim VfB. Also mit 27 hat er da dann schon begonnen, beim VfB aktiv zu werden. War auch lange der Bur vom Vorfelder, hat man mal gesagt, Spur vom Vorfelder, aber VfBler durch und durch, habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt. Und der Herr Röttgermann war vor seiner Zeit beim VfB bei Sponsorcom, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, hat dann schon immer irgendwas mit Marketing gemacht und kam dann 2006 zum VfB. Also das muss man hier nochmal klarstellen, haben wir damit getan. Und ich hoffe, für jeden ist jetzt klar, dass Heim und Röttgermann nicht beim Daimler angestellt sind. Wobei, man weiß es ja heutzutage gar nicht mehr so genau beim VfB. Vor allen Dingen weiß man noch nicht mal, wer der Chef ist. Ist es der Daimler oder der VfB selber? Auch das klären wir vielleicht mal in einer zukünftigen Folge. So, dann, Sebastian, halt dich fest, lehn dich zurück, denn jetzt wird's unterhaltsam. Entweder du verstehst gleich, was ich dir erzähle und dann ist alles cool, oder du schlägst die Hände über den Kopf zusammen und denkst dir, was labert der da gerade? Und zwar geht es jetzt nochmal um die Mitgliederversammlung und um Stefan Heims Beitrag, den wir ja auch so ein bisschen kritisiert haben, dass er erzählt hat, dass eigentlich alles, ich fasse es jetzt kurz zusammen, ziemlich knorke lief und wir am Ende nur 11,7 Millionen Verlust
zu verbuchen haben. So stellte es sich, glaube ich, für uns dar. Und wir dachten, Mensch, also das ist aber eine merkwürdige Rechnung, wenn man sich darüber freuen kann am Ende. Dann gab es jemanden auf Twitter, und zwar der @OddiMallock, der sich die Zeit genommen hat, mir mal zu erklären, was eigentlich Stefan Heim uns versucht hat zu erklären. Ich gebe zu, es dauerte eine ganze Zeit, bis ich verstanden habe, was jetzt eigentlich positiv an 11,7 Millionen Verlust in Anführungsstrichen sind. Aber nach mehreren Nachrichten, die wir ausgetauscht haben, kann ich heute vermelden, ich habe es zumindest verstanden und versuche es jetzt euch, die es vielleicht nicht verstanden haben, auch zu erklären. So, also haltet euch fest. Es geht jetzt hier um die sogenannte GUV oder GUV-Rechnung, die Gewinn- und Verlustrechnung. Und diese GUV-Rechnung, nenne ich sie jetzt einfach weiterhin, weist den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag aus. Ja, es ist so, Daimler oder die Daimler AG haben nach der Ausgliederung dem VfB Geld zur Verfügung gestellt, wenn man das mal so lapidar ausdrücken kann. Und das sind aus VfB-Sicht erstmal Kapitalerhöhungen. So, aus Daimler-Sicht sind das Einlagen. Warum erzähle ich das? Das Wichtige ist, das ist kein Ertrag. Sprich, das wird jetzt nicht in der normalen Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, diese Millionen. Ja? Die werden am Ende in der Bilanz auf der Passiva-Seite geführt. Das sind diese Daimler-Millionen. Wie gesagt, die finden in der Gewinn- und Verlustrechnung erstmal keine Berücksichtigung. So, das Geld der Daimler AG kommt sozusagen dem Eigenkapital des VfB zugute. So, soweit so klar, Sebastian? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, du bist für mich... Alles, alles gut, alles gut. Okay, du bist für mich das Versuchskaninchen. Du musst am Ende sagen, ich habe es verstanden oder ich habe es nicht verstanden. So, kurzum, durch das gestiegene Eigenkapital, das eben gestiegen ist durch die Ausgliederung 2017 und durch die Daimler-Millionen, kann der VfB mehr Geld ausgeben. Ja, durch Investitionen in die Infrastruktur, in Spieler, in Verträge entsteht in der GUV-Rechnung, also in der Gewinn- und Verlustrechnung, ein Jahresfehlbetrag, ein Minus. Ja? Und dieses Minus wird in der Bilanz wiederum aufgeführt, auch auf der Passiva-Seite und vom Eigenkapital abgezogen. Okay? Es wird allerdings nur das Eigenkapital belastet. Also sprich, der VfB geht jetzt hier nicht irgendwie, muss nicht auf die Bank gehen und sich Geld irgendwo holen, sondern dieses Geld, was da investiert wurde, wird vom Eigenkapital abgezogen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der uns ja so zum Lachen brachte, als Stefan Heim bei der Mitgliederversammlung den Satz sagte, der Verlust ist kleiner ausgefallen als gedacht und das als Erfolg verkaufen wollte. Auch hier versuche ich mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen. Es gehören zu dieser Rechnung, die ich jetzt auch aufstelle, noch Abschreibungen dazu und so weiter und so fort. Das lasse ich jetzt mal außen vor und versuche es wirklich so einfach wie möglich zu machen. Wir nehmen jetzt mal nur die Transferausgaben 2018. Hat der VfB 61 Millionen investiert, sprich ausgegeben, und hat ca. 20 Millionen Euro eingenommen. Das macht ein Minus von 41 Millionen Euro. Von dieser Differenz musste der VfB aufgrund des in Anführungsstrichen guten Geschäftsjahres nur 11,7 Millionen aus dem Eigenkapital, sprich aus dem Daimler-Geld und aus dem bereits vorhandenen Eigenkapital ausgleichen. Und das ist weniger, als man zunächst erwartet hat. Denn die restlichen 29,3 Millionen, die jetzt noch fehlen, die wurden wiederum durch höhere TV-Einnahmen und durch Sponsoren etc. erwirtschaftet. Sprich, der VfB ging nicht davon aus, dass man 29,3 Millionen durch TV-Einnahmen und Sponsoren erwirtschaftet, sondern sie dachten, das ist deutlich weniger und man müsste viel mehr aus dem Eigenkapital investieren, um das Geschäftsjahr 2018 zu nullen. So muss man es dann letzten Endes sagen. Also es muss ja am Ende wieder ausgeglichen sein. So, ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen verständlich gewesen, Sebastian. Hast du es nachvollziehen können, was ich gerade erzählt habe? Ich habe es nachvollziehen können. Also das bedeutet ja, es lief scheiße, aber nicht so scheiße wie befürchtet. So könnte man es verkürzt ausdrücken, ja. Also, natürlich ist es halt ein Erfolg, wenn man sagt, es war halt nicht so schlecht, wie ich das befürchtet hatte. Aber ich hatte schon gesagt, ich sag's in der Mitgliederversammlung und dann war halt dann die Rede, naja, das Eigenkapital wurde belastet mit 11,7 Millionen und liegt jetzt noch bei
ich glaube, es war ein Wert zwischen 30 und 40 Millionen, wo ich dann dachte, okay, aber wenn du halt Saisons hast, wo du jedes Mal das Eigenkapital dann mit einem zweistelligen Betrag belasten musst, dann kannst du das ja auch nicht ewig machen, wenn du nur noch irgendwie 30 bis 40 Millionen hast, dann läuft das halt noch 3 oder 4 Saisons gut und dann musst du ja tatsächlich das Geld irgendwo anders herbekommen, also ein zweiter Investor ist in Sicht, der dann da wieder Geld reinpumpt, aber für mich war das dann schon so, wenn du jetzt die zweite Saison in Folge einen zweistelligen Millionenbetrag als Defizit hast, dann scheint das ja irgendwie so ein Kreislauf zu sein, der in meinen Laien nicht BWL-Augen nicht funktioniert, weil irgendwo hast du ein Loch und das Geld versickert und es kommt von außen dann rein, okay, aber du bräuchtest halt mal wieder dann irgendwie langfristigen sportlichen Erfolg und dadurch halt höhere Einnahmen, weil so wie das aktuell läuft, seit der Ausgliederung mit Aufstieg, eine Saison Liga und jetzt wieder Abstieg, sieht jetzt irgendwie für mich jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich aus, auch wenn es laut Stefan Heim und aus BWLer Sicht dann erfolgreicher war, als man gedacht hatte. Ich würde nicht sagen, dass es erfolgreich ist, aber ich würde zumindest sagen, du hast ja dieses Geld vom Daimler nicht bekommen, um es auf die hohe Kante zu legen, sondern du wolltest es nutzen, um ja einfach deine Infrastruktur zu verbessern, den Verein an sich aufzuwerten, weil ja verbesserte Infrastruktur, Nachwuchsleistungszentrum, das hilft natürlich dann auch wiederum neue Spieler, junge Spieler zu verpflichten und auf der anderen Seite wolltest du es halt ganz einfach in bessere Spieler investieren. Und da gebe ich dir natürlich recht, wenn du dann natürlich jedes Jahr so einen Transfer dabei hast wie Pablo Maffeo, dann verpufft das Geld einfach weg, verpufft, es ist ausgegeben worden und du hast letztendlich nichts damit erreicht, weil du erhoffst dir natürlich, wenn du 10 Millionen in einen Spieler investierst, dass da irgendwas zurückkommt, sprich, dass du zumindest mal die Klasse hältst. So. Und dieser Abstieg, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, der kostet dir jetzt richtig viel Asche, also die Einnahmen brechen wirklich um 30% ein und das wird natürlich nächste Saison interessant sein, wie dann eben diese Gewinn- und Verlustrechnung aussieht. Wobei man natürlich wieder sagen muss, da kommen dann natürlich Millionen dazu von Pavard und mit Sicherheit noch ein paar andere Transfererlöse. Also gerade Donis ist ja dann noch ein Spieler oder auch ein Timo Baumgartel, die wechseln könnten. Da könnte es auch schon wieder sein, dass der Verlust insgesamt dann gar nicht so groß ausfällt, wie man das zunächst befürchten könnte. Aber ich gebe dir recht, wenn ich Geld vor allem in Spieler investiere, dann müssen die natürlich irgendwann mal zünden. Ansonsten, ja, kaufst du dir halt 4 Pablo Maffeos, das Geld ist weg und du stehst immer noch in der zweiten Liga. Das ist das schlimmste Szenario. So. Genau, so ganz grundsätzlich, ich will jetzt das Fass Ausgliederung nicht aufmachen, aber dann ist ja das, was wir jetzt gerade erleben, nicht unbedingt das, was damals versprochen wurde. Also unser Rekordtransfer oder die 2 Rekordtransfers die Saison belaufen sich beide auf 2,5 Millionen Euro jeweils an Transfersumme, während halt für Pavard 35 Millionen erlöst wurden und also man hatte wahnsinnige Einnahmen eigentlich und kann oder will vielleicht auch nur wirklich ganz klein einkaufen und das war jetzt ja nicht unbedingt das Versprechen, das es bei der Ausgliederung gab und das zeigt ja, dass die ja Voraussagen und Versprechen, die da gemacht wurden, dann vielleicht auch nicht ganz so waren, wie sie jetzt eintreten. Das finde ich schon ein bisschen komisch halt. Also ich möchte die Einkaufspolitik nicht kritisieren, weil ich finde die gut, aber ja, so ein bisschen komisch ist das schon, wenn der Rekordeinkauf jetzt 2,5 Millionen ist, während dann letzte Saison halt irgendwie das Geld dann noch mit vollen Händen rausgekippt wurde. Das finde ich ein bisschen irritierend. Da gebe ich dir recht. Natürlich muss man da so ein bisschen drauf achten, ja, was passiert, wenn wir nicht aufsteigen? Also das ist ja das, was, glaube ich, Sven Mislintat hat gestern auch bei SWR Sport heißt es, glaube ich, jetzt, nicht mehr Sport im Dritten, erzählt hat. Man möchte praktisch auch im Falle, dass man nicht aufsteigt, weiterhin handlungsfähig bleiben und dann nicht dazu gezwungen sein, Spieler abgeben zu müssen oder so. Und ich glaube, das Puffer lässt sich der VfB jetzt und ja, man braucht schlicht und ergreifend auch die Millionen von Pavard, um diese 30% Einbußen, die man durch weniger TV-Einnahmen, Sponsoren etc. einfach zu verbuchen hat. Vielleicht sogar oder ziemlich sicher auch Zuschauereinnahmen, da sind ja die Preise auch gefallen. Da braucht man diese paar Millionen, um das letzten Endes auszugleichen. So. Ja klar, man braucht es halt auch, um Spieler wie Gomez oder Badstuber in der zweiten Liga zu bezahlen. Ne? Also, aus der Seitenhieb. Das ist dann ja wirklich noch irgendwie dann halt vielleicht ein Ei, das ihm dann der Vorgänger halt irgendwie ins Nest gelegt hat, aber das ist natürlich auch in der zweiten Liga halt dann schon ein ganz schöner Batzen, den man halt dann an Gehältern da zahlen muss. Absolut richtig. Für Spieler, die dann eventuell gar nicht spielen. Naja. Das stimmt, absolut. Also wer noch Nachfragen hat, Olli,
sei mir nicht böse, ich verweise jetzt einfach auf dich. Dann schreibt einfach mal @OliMallock an auf Twitter. Der erklärt euch das. Doppel-L. Genau, Doppel-L. Und Olli vorne nur mit einem. Olli ein L, Mallock Doppel-L. Genau. Und er ist da wirklich bereit, behaupte ich jetzt einfach mal, euch in die große, weite Welt der Betriebswirtschaftslehre einzuführen. Nein, natürlich nicht. Ja, vielleicht gibt er ja interessierten interessierten Hörern auch genauso wie dir so ein Wochenend-Crashkurs in BWL. Es war sau interessant. Zum Vorzugspreis. Ich kann wirklich nur sagen, es war wirklich interessant, das dann auch nachvollziehen zu können. Und mir ist es ja wichtig, wenn wir hier darüber sprechen, auch wenn ich eigentlich mal die Idee hatte, dass es hier ein ganz stinknormaler Fußball-Podcast werden soll. Aber trotzdem, wenn ich denn darüber spreche und mir sagt jemand, hey, du hast da was falsch verstanden, dann sage ich nicht, ja, okay, da habe ich halt Pech gehabt. Und dann möchte ich es ja wenigstens also so ein bisschen verstehen, was habe ich jetzt falsch erzählt, ja, und was habe ich missverstanden. Ja. Und da bin ich wirklich jedem sehr dankbar, der mich darauf aufmerksam macht, wenn ich was Falsches sage oder auch wenn der Sebastian irgendwas falsch sagt. Also scheut da nicht mit Kritik. Ihr könnt da gerne immer auf uns zukommen und uns aufklären, was wir so alles manchmal missverstehen oder einfach ja nicht kapiert haben. So, es gibt noch ein paar Sachen, die wir ansprechen müssen, die beziehen sich auch noch mal so ein bisschen auf die letzte Folge. Und zwar geht es natürlich noch mal um die Mitgliederversammlung, die bereits hinter uns liegt. Bevor ich jetzt auf Logbuch Netzpolitik verweise, möchte ich erstmal noch kurz ein Statement vorlesen, das ich letzte Woche gelesen habe. Das fand ich sehr interessant und baut vielleicht auch so ein Stück weit das Fundament für das Thema, das wir jetzt gleich beackern werden. Und zwar konnte ich, glaube ich, in der Stuttgarter Zeitung Folgendes lesen. Seit Sonntag wurde auch mehrfach darüber spekuliert, die technischen Probleme könnten damit zu tun haben, dass der Verein bei der Anmietung der technischen Infrastruktur gespart und teils auf eigene Ressourcen gesetzt habe. Diese Meldungen sind falsch, sagt ein VfB-Sprecher. So, also, ihr erinnert euch, wir haben letzte Woche auch darüber spekuliert, dass es einfach nach der Mitgliederversammlung immer wieder das Thema gab, wie hießen die nochmal, die das Voting-System zur Verfügung gestellt haben? Voting-Tech. Ja, Voting-Tech, ne? Genau, die hätten dem VfB empfohlen, dass man praktisch alles aus einer Hand nehmen soll, sage ich jetzt so mal. Und Voting-Tech stellt auch das Netz und so weiter zur Verfügung. Und der VfB habe dann sich eben dagegen entschieden und wollte das irgendwie mit einer anderen Firma machen oder, ja, wie es hier beschrieben wurde, mit bereits vorhandener Infrastruktur. Dem wurde jetzt durch einen Sprecher vom VfB wiederum widersprochen. Wir warten auch gespannt auf den Abschlussbericht, was jetzt da schief lief. Der soll ja diese Woche auch noch kommen. Bis Montagabend hat man dazu allerdings nichts gehört. Aber es gibt ein paar Erkenntnisse, die finde ich viel besser als das, was der Sprecher des VfB zu der Sache gesagt hat. Und zwar gab es eine hervorragende Folge bei dem von mir doch sehr liebgewonnenen und sehr geschätzten Podcast Logbuch Netzpolitik vom hoch angesehenen Tim Pritlove und Linus Neumann. Und das sind für mich, ich habe das ja schon mal bei der Benny Hofmann-Folge gesagt, das sind für mich wirklich so kleine Götter. Ja, also das ist der Moment, wo ich einfach schwitzende Hände bekomme, wenn ich solche Leute mal irgendwo treffe und kein Wort mehr rausbekomme. Und nur eine kurze Anekdote, weil ich natürlich mich heute an die 90 Minuten halten muss. Aber ich war 2018, beim Chaos Communication Congress in Leipzig im Hotel und habe eingecheckt. Und wer checkt neben mir ein? Linus Neumann. Da bin ich wie so ein kleines Kind. Ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren, aber ich habe ihn natürlich nicht angesprochen, weil ich das unhöflich finden würde, wenn da jemand gerade eincheckt und ich gehe da so rüber als erwachsener Mann und sage, hallo Linus, ich höre mal deine Podcasts. Das fand ich irgendwie unpassend. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich das war einfach schön. So, und dann letzte Woche schreibt mich auf einmal Tim Pritlove an. Da habe ich mir gedacht, der Podcast-Papst kommuniziert mit STR. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Also das war auch noch ein schöner Moment. Er hat darauf hingewiesen, dass wir dringend Kapitelmarken brauchen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr jetzt welche bei euch im Podcatcher seht, dann hat's geklappt. Wenn nicht, arbeiten wir auch daran. So, aber jetzt zur Logbuch-Netzpolitik-Folge, die sich natürlich mit diesem Thema Online-Wahlen beziehungsweise Wahlen mit Wahlcomputern schon mehrfach auseinandergesetzt haben und das Problem beim VfB Stuttgart jetzt mal wieder als Beispiel hernehmen konnten, warum es einfach keine gute Idee ist, mit Wahlcomputern zu wählen. Also es sind ein paar Dinge jetzt da rausgekommen, da fällt es einfach rückwärts um. Das für mich Erschreckendste möchte ich erstmal kurz noch nach hinten schieben. Ich möchte erstmal damit anfangen, dass das WLAN nicht
verschlüsselt war. Ja, also es war praktisch ein offenes WLAN und die Anonymität sozusagen war nur eingeschränkt vorhanden. An und für sich ist es jetzt nicht so ein großes Problem, weil du konntest sowieso nirgends ja dich einloggen auf Twitter oder sonst irgendwas oder was weiß ich jetzt irgendwelche Rechnungen über weiß ich nicht, PayPal oder so begleichen. Also ist jetzt nicht so, dass da jemand groß Daten abflügen kann, aber ich weiß nicht, wie das zum Beispiel ist, ob jemand deine Adressdaten oder auf deine Adressdaten zugreifen kann, wenn das WLAN offen ist. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber es klingt erstmal falsch, dass das WLAN komplett unverschlüsselt war. Und die Jungs von Logbuch Netzpolitik, die Folge werde ich auch verlinken, die fanden das auch nicht so cool, muss man dazu sagen. Also es scheint nicht ganz so gut zu sein, dass so ein WLAN für 4.500 Leute komplett unverschlüsselt ist. So, wie gesagt, die Anonymität war dadurch eingeschränkt und jetzt wird es etwas technischer, aber am Ende dann doch relativ leicht verständlich. Und zwar wurde ein sogenanntes IPv4-Netz mit /23-Netzwerk verwendet. So, und jetzt sitzen wieder viele da und denken, was erzählt ihr mir gerade? Warum ist das so wichtig? Dieses Netz legt praktisch fest, wie viele nutzbare Adressen zur Verfügung gestellt werden. Also sprich, wie viele Leute können auf dieses Netz zugreifen. Ja, und dieses IPv4-Netz, /23, bietet gerade mal maximal 500 Adressen an für 4.500 Leute. Das heißt, es hätte niemals funktionieren können. Ja, es waren viel zu wenig Adressen da für die Leute, die vor Ort waren. Also es ist relativ leicht verständlich, glaube ich. Oder Sebastian, war das jetzt wieder zu kompliziert, wie ich es erklärt habe? Ja, absolut. Also ich sehe schon, also nach 90 Minuten bin ich Betriebswirt und Informatiker. nee, aber gar keine Frage. Wobei ich finde, also man muss halt so ein bisschen trennen. Einmal diese Sache, wie sicher ist die Geschichte? Und das andere, ist es technisch einwandfrei durchführbar? Weil wenn du mir jetzt sagst, hey, wenn du jetzt für die Abwahl von Wolfgang Dietrich stimmst, dann kann das irgendwie jeder irgendwie mitbekommen, der irgendwie im Stadion rumfährt, sagt, ja, das ist mir gerade egal. Aber funktionieren muss das Ding halt einfach, ne? Und wenn du sagst, dass E-Voting generell irgendwie problematisch ist, ja, stimme ich zu, ist für mich die eine Ebene. Und die andere Ebene ist halt, dass dann wirklich ja auf technischer Seite auch irgendwie wohl gestudert worden ist, weil einfach die Voraussetzungen nicht da waren, dass dieser Wahlvorgang funktionieren kann. Vor allen Dingen war es ja auch nicht so, man stellt ein Netz bereit und die Leute loggen sich irgendwann ein, loggen sich wieder aus, sondern da war ja wirklich, jetzt stimmen wir ab und genau in der Sekunde wollen sich halt 4.500 Leute in dieses Netzwerk einwählen und dass das dann nicht funktioniert, das ist dann auch im Laien wie mir klar, dass da natürlich eine Überlastung dann irgendwie relativ schnell vorliegt. Ja, und wie gesagt, nur nochmal, um das zusammenzufassen, selbst wenn dieses Netz ja halbwegs gehalten hätte, es hat halt einfach nur 500 nutzbare Adressen zur Verfügung gestellt oder ja festgelegt. Und das reicht halt logischerweise nicht für 4.500 User, die auf dieses Netz zugreifen wollen. Also da muss was grundlegend schiefgelaufen sein. Und da würde mich auch nochmal interessieren, wie das funktioniert hat, als Pink da gespielt hat. Vielleicht bringe ich hier auch wieder was durcheinander. Der ein oder andere Informatiker kann mich dann später wieder darüber informieren. Ich habe nächsten Sonntag habe ich Zeit, da könnt ihr mir dann erklären, wie das genau hier funktioniert. Informatik-Schulung, ja. Genau. Thema Netzwerke. Nee, aber ich bin sehr gespannt auf den Bericht des unabhängigen Gutachters, was da rauskommt. Und wenn da rauskommt, ist es nicht zu erklären, warum es zu den Ausfällen kam. Das wäre halt wirklich sehr, sehr unbefriedigend, weil es liegen jetzt ja genug Hinweise vor, woran es gelegen haben kann und dass das ganze Konzept dieser Wahl schon irgendwie zum Scheitern verurteilt war. Ja, und da bin ich sehr, sehr gespannt, wann dieses Gutachten kommt, wie es veröffentlicht wird, ob es veröffentlicht wird, wie damit umgegangen wird, ob es transparent gemacht wird oder ob man sagt, ja, es liegt jetzt vor, aber ist vertraulich, also das sollte jetzt wirklich ja vor dem ersten Spieltag irgendwie noch der Fall sein, dass man da was hört und ja, das sollten wir auch nicht locker lassen, sondern wirklich wirklich darauf drängen, dass man erfährt, warum das in so einem Desaster geendet ist, wie es dann der Fall war. Wir sind immer noch nicht ganz fertig mit dieser Wahlproblematik, wir haben uns jetzt ums Netz gekümmert, jetzt geht es nochmal rein um das Abstimmungssystem, das Voting Tech zur Verfügung gestellt hat und zwar sprach man ja im Vorfeld dieser Wahl auch immer von einer selbigen, nämlich von einer Wahl. Geht man jetzt aber auf die Voting-Tech-Seite, wird da beschrieben, dass man keine Wahlsysteme zur Verfügung stellt, sondern Umfragesysteme. Umfrage. Genau. So, ist natürlich auch wieder so ein Ding. Ich meine, es soll halt da ein legitimiertes, oder jetzt zum Beispiel im Dezember soll da ein Präsident gewählt werden. Und der will natürlich sich dann auch darauf berufen können, dass die Technik, die da verwendet wurde, einfach dingfest ist und er legitim zum Präsidenten gewählt wurde. Das ist natürlich bei
ja, einer Software, die dann als Umfragesystem präsentiert wird, finde ich schon wieder ein bisschen schwieriger. So. Und ja, also da fühlt man sich einfach nicht hundertprozentig wohl mit diesem Anbieter Voting Tech. Auch da wurde was bei Logbuch Netzpolitik zugesagt, dass das kein seriöser Anbieter sei. Also da hat sich gerade der Linus relativ festgelegt, dass man da definitiv jetzt nicht unbedingt den Premium-Partner gefunden hat, den der VfB vielleicht gesucht hätte für so eine Voting-Geschichte. Und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, vielleicht wäre es dann gar nicht so schlecht, sich mit absoluten Fachleuten darüber zu oder auszutauschen und eben nicht mit den Leuten, die möglichst viel Kohle in kurzer Zeit verdienen wollen. Weil ohne das jetzt Voting Tech faktisch unterstellen zu wollen, es weist vieles darauf hin, dass Voting Tech nicht in der Lage ist, so eine Wahl fehlerfrei durchzuführen. Darauf deutet einiges hin. Das könnte man schon so sagen. Genau, aber die andere Sichtweise wäre ja, ne, du hast einfach den falschen Dienstleister angefragt. Also du willst eine Wahl, aber fragst einen Dienstleister für Umfragen an, weil der günstiger ist oder weil du den kennst oder sonst was. Ne? Das ist ja genauso, wie wenn ich sage, hey, ich bräuchte halt irgendwie einen Raum komplett keimfrei und so weiter und ich lasse halt einen normalen Reinigungsdienst kommen. Ne? Der kann das nicht. Der macht das so gut er kann, aber es wird halt nie den Ansprüchen genügen, die man dann wirklich benötigt, um eine Wahl halt sicher durchzuführen. Wir können uns ja quasi schon freuen, wenn wir jetzt nur über Sicherheit und Verschlüsselung uns unterhalten würden. Ich meine, es hat halt grundsätzlich überhaupt nicht funktioniert. Auf der anderen Seite muss man vielleicht schon froh sein, dass es in so einem Desaster geendet ist. Denn stell dir mal vor, wir hätten jetzt abstimmen können und dann wäre irgendein Ergebnis rausgekommen. 74% für eine Abwahl, 76% für eine Abwahl. Das wäre ja vorne und hinten anfechtbar gewesen, weil nach 100%. Allem dem, was jetzt so was so rauskommt, ne? Also ich fand ein schönes Beispiel in dem Podcast, also man kann völlig anonym wählen, man konnte anonym auch mit Leih-Tablets wählen, aber diese Tablets waren mit eurer Mitgliedsnummer verknüpft und wenn ihr das Tablet beim Rausgehen nicht abgegeben habt, wurden euch die Kosten in Rechnung gestellt. Und dann fragt man sich schon, wie das zusammengeht. Also ihr kriegt ein Leih-Tablet, das auf euch registriert ist und mit diesem Leih-Tablet, das dann ja auch eine Hardware-Adresse habt, könnt ihr anonym abstimmen. Also das für mich geht das irgendwie nicht wirklich zusammen und ein Punkt war wirklich noch, dass das System nicht in der Lage gewesen wäre, nachzuweisen, ja, deine Stimme ist angekommen und du hast entweder A oder B gewählt. Das war nicht der Fall. Und wenn man hinterher gefragt hätte, könnt ihr mir nachweisen, dass meine Stimme gezählt hat, dann hätte man das vermutlich nicht gekonnt und deswegen wären alle Ergebnisse, die vorletzten Sonntag dann rausgekommen wären halt komplett anfechtbar gewesen. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es dann so eskaliert ist und gar nichts dabei rausgekommen ist. Genau, du hast den ganz wichtigen Punkt gerade eben schon gemacht. Das war nochmal auch für mich ganz wichtig, das zu unterstreichen. Laut Wahlcomputerurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2009 wäre diese Wahl so nicht zulässig gewesen, weil eben, Sebastian hat es gerade eben erklärt, das Voting-Tech-Umfragesystem dem Wähler eben keine Bescheinigung zum einen über eine erfolgreiche Stimmabgabe gibt und zum anderen auch über eine gültige Stimmabgabe. Also da wird ja auch nochmal unterschieden und man kann sowas lösen mit Prüfcodes etc., aber all das war nicht der Fall. Am Ende muss man wirklich dazu sagen, wir sollten schleunigst uns daran machen, dass diese elektronische Abstimmmöglichkeit aus der Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung wieder verschwindet und man zurückkehrt eben von mir aus zu diesem anderen elektronischen Abgabesystem, das wir jetzt ein paar Jahre lang hatten, oder eben zu Karten. Auch da haben die Jungs was ganz Gutes gesagt bei Logbuch Netzpolitik. Eigentlich musst du immer einen Plan B vorhalten und wenn der Plan B die Karten sind, dann kann das auch gleichzeitig dein Plan A sein, weil ob du dich darum kümmerst, genügend Personal zur Verfügung stellst, die dann abzählen, die Karten zur Verfügung stellst, ja, oder ob du es halt gleich so machst und auf Nummer sicher gehst, ja, also dann lieber eben analog, sage ich jetzt mal, und dafür auf Nummer sicher gehen. Also das, ja, vor allem, glaube ich, gesagt, letztes Mal im Gespräch, es gab keinen Plan B, weil für 4.500 Leute mit Karten zu wählen, hätte einen Personalaufwand von 100 Leuten erfordert oder so. Ja, die genaue Zahl wusste ich jetzt nicht. Lass es 500 sein, aber ich meine, man rühmt sich damit, ein Verein zu sein, der 70.000 Mitglieder hat, und dann kann man, du kriegst doch diese 100 Wahlhelfer. Na, weißt du, die kriegen dann halt irgendwie ein Trikot als Dankeschön und dann ist die Sache doch geritzt. Also ich würde das machen. Aber ja, ja. Das kann ja nicht sein, dass man sagt, wir können nicht analog wählen, weil wir da zu viele Personen brauchen. Dann sagt, ja, wir sind 70.000, der größte Verein Baden-Württemberg. Also nee, das kann es ja nicht sein.
So, ich hoffe, wir haben dieses Thema jetzt abschließend gut erklären können, so dass es jeder verstanden hat, was alles noch für Probleme mehr oder weniger aufgetaucht wären, selbst wenn das WLAN funktioniert hätte. Und ich gebe Gas und begebe mich zum nächsten Thema, das ich erneut mit der Mitgliederversammlung auseinandersetze. Und zwar geht es einfach nur darum, falls ihr es nicht mitbekommen habt, am 15.12.2019 findet die außerordentliche Mitgliederversammlung statt, auf der dann ein Präsident gewählt werden wird. Und zwar erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, bis Mitte 2020. Weil eben Wolfgang Dietrichs Amtszeit auch so lange gelaufen wäre, wenn er nicht den Bittel hingeschmissen hätte, wie man so schön sagt. Und dann gibt's halt die nächste normale Mitgliederversammlung und es soll dann wahrscheinlich wieder zwei Präsidentschaftskandidaten geben. Bis das soweit ist, wird Bernd Geiser die Führung übernehmen im Verein. Ich glaube, das kann man so ausdrücken. Bis zum 15.12. ist er Aufsichtsratsvorsitzender, übernimmt das praktisch von Wolfgang Dietrich, damit das Präsidium handlungsfähig bleibt. Hat sich Hans H. Pfeiffer vom Ehrenrat bzw. vom Vereinsbeirat verabschiedet und ist jetzt interimsweise Präsidiumsmitglied, das habe ich auch richtig verstanden, das ist gut. Und für alle, die jetzt denken, Mensch, ich bin Mitglied und wollte schon immer mal Präsident von irgendwas werden, das ist eure Möglichkeit. Bis zum 15.09. haben nämlich alle Mitglieder die Möglichkeit, sich beim Vereinsbeirat schriftlich für das Amt des Präsidenten zu bewerben. Und ihr könnt natürlich auch Vorschläge einreichen. Also wenn ihr der Meinung seid, der Sebastian wäre ein hervorragender Präsident, dann freut er sich bestimmt, wenn ihr ihn vorschlagt bis zum 15.09. beim Vereinsbeirat. Nein, macht das bitte nicht. Schlagt nur Leute vor, die es auch wirklich möchten. Schlagt nur vor, die Ahnung haben, bitte. Nicht so wichtig bei uns. Das stimmt. Gut, ihr müsst sehr gut lügen können. Das ist wichtig. Und vielleicht irgendwie mal schon irgendwie, weiß noch, ein paar Aktien bei anderen Vereinen haben. Ich glaube, dann habt ihr relativ gute Chancen, dass zumindest mal die Gremien abnicken. Also, so, gut. Nebenbei versucht natürlich auch noch der Vereinsbeirat geeignete Kandidaten zu finden. Also das ist jetzt nicht so, dass nur Leute, die vorgeschlagen wurden, beziehungsweise die sich selber bewerben, berücksichtigt werden, sondern der Vereinsbeirat sucht auch selber noch nach möglichen Kandidaten. Da sind wir schon beim nächsten Thema, Sebastian. Es gab ja schon ein paar Namen, die gehandelt wurden. Wer könnte auf Dietrich folgen? Und ein paar Namen, die können wir eigentlich relativ schnell abhaken. Jürgen Klinsmann wird häufig genannt. Viele fordern ihn fast schon als Präsidenten. Dabei hat er relativ schnell unterstrichen, dass er sich eigentlich, wenn überhaupt, nur in der Rolle eines Machers beim VfB sieht. Sprich, Vorstandsvorsitzender wäre so das Ding, auf das er Lust hätte, auf das Amt, das er Lust hätte. Mal ganz generell gefragt, Jürgen Klinsmann, wäre das jemand, wo du sagst, den würde ich schon gern im Verein sehen, gerne dann auch eben als Vorstandsvorsitzenden? Ja, also ich würde ihn schon auf jeden Fall gerne in irgendeiner tragenden Rolle beim VfB sehen. Ob das dann natürlich wieder alles dann so toll wird, wie man sich das vorstellt, ist die andere Sache. Aber er hat ja schon gezeigt, dass das, also wie er damals dann den DFB quasi so auf links gekrempelt hat, dass er dann schon in der Lage ist, verkrustete Strukturen, die nicht unbedingt dem sportlichen Erfolg und dem guten harmonischen Miteinander förderlich sind, aufzubrechen. Und das wäre ja auch so eine Kur, die dem VfB mal ganz gut tun würde, dass der mal so ein paar verkrustete Strukturen durchbricht und das Ding mal auf links dreht. Ob das dann besser wird, wird man sehen, aber ja, so ein bisschen Runderneuerung wird dem VfB gut tun. Und er hat halt ja wirklich auch das Potenzial, halt die Leute zu ein, ne? Weil also weder die Industriebosse, die Logen Hocker werden ihn ablehnen, denke ich, und auch der normale Fan in Anführungszeichen wird was gegen ihn haben. Insofern wäre er jemand, wenn der sich aufstellt für irgendwas, dann wird er von den Fans auch akzeptiert werden. Insofern denke ich, dass man da relativ wenig falsch machen kann. Sein Berater Roland Eitel hat sich natürlich auch sofort zu Wort gemeldet. Der ist ja immer sofort empfänglich für die Presse, wenn es um Jürgen geht. Und er meinte, wenn jemand vom VfB anruft, egal aus welchem Grund, wird er immer ans Telefon gehen. Ja, so war es auch in der Vergangenheit. Also Jürgen ist bereit, irgendwas zu machen. Hauptsache nicht Präsident. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Das passt, glaube ich, nicht zu ihm, die Rolle. Warum, hast du gerade ganz gut erklärt. Einziges Problem ist, oder was heißt einziges Problem, aber zumindest ein Problem ist, Wilfried Port, der geschätzte Aufsichtsrat der AG, entscheidet ja auch über den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Und Wilfried Port ist da meines Wissens nach aktuell stellvertretender Vorsitzender, oder ist er der richtige Vorsitzende?
Weißt du das auswendig? Naja, wenn der Dr. Geiser jetzt wieder den Vorsitz wieder übernommen hat, ist wahrscheinlich ein anderer Stellvertreter. Also dann ist er Stellvertreter. Kurze Zeit, jetzt für wenige Tage war er mal der Vorsitzende des Aufsichtsrats, aber jetzt ist er wahrscheinlich wieder eine Stellvertretende. Da habe ich meine eigene Nachricht direkt vergessen. Gut, dass du aufpasst. So, also der hat was dagegen, beziehungsweise ihm wird so ein bisschen nachgesagt, er hätte ein Problem mit Klinsmann. So, ja. Ihm wird nachgesagt, dass er ein Problem hat mit allen ehemaligen Spielern, die in führende Positionen kommen, so, weil die ja sowieso keine Ahnung haben. Ne? Und ich sage jetzt mal ganz ohne Scheiß, jetzt, also wirklich, warte mal. Um was geht's jetzt eigentlich? Geht's jetzt hier um Herrn Port, um Herrn Klinsmann, um Daimler oder um VfB? Ganz, da gebe ich doch einen Scheiß drauf, was der Herr Port findet. Das ist doch mir scheißegal. Wenn wir zu der Entscheidung kommen, ja, wir meine ich alle Mitglieder, der Verein, auch wenn es letzten Endes die AG entscheidet, wer Vorstandsvorsitzender wird, aber wenn praktisch ein klares Votum für Jürgen Klinsmann da ist, wenn die Leute sich das wünschen, ja, dann kann es doch nicht sein, dass der Herr Port sagt, ja, aber ich kann mit dem nicht so richtig was anfangen und die Jungs, die früher Fußball gespielt haben, die haben keine Ahnung von Wirtschaft. Ja, ihr ja auch nicht, offensichtlich. Es lief doch jetzt unter euch auch nicht, was weiß ich, wie perfekt für ein VfB. Man hat sich nach der Ausgliederung dem Erstbestbietenden an den Hals geworfen, muss man fast schon sagen. Der Daimler hat da sofort sein Revier markiert, weil es ging um nichts anderes. Es ging zu keinem Zeitpunkt ging es irgendwie darum, jetzt hier den bestmöglichen Partner zu finden, sondern der Daimler wollte verhindern, dass ein anderer Automobilkonzern direkt nebenan beim VfB sich einnisten kann. Es gab ja vor ein paar Jahren oder vielleicht mittlerweile schon Jahrzehnten, das weiß ich nicht mehr, wie lange das her ist, die Bestrebungen eines südkoreanischen Automobilherstellers, die sich beim VfB mal erkundigt haben, ob es da nicht Interesse gäbe, miteinander in Zukunft zu arbeiten. Und ich glaube, Daimler wollte hier einfach so schnell wie möglich Fakten schaffen, dass das Thema erstmal vom Tisch ist. So, und jetzt kommt wieder der Daimler in Form von Herrn Port, der sich immer irgendwo mit einmischt und immer irgendwo für schlechte Laune sorgt. Ich sage jetzt nur mal Guido Buchwald und sagt schon mal, also jetzt nicht erst nach der missglückten Mitgliederversammlung, sondern schon davor, also ihr braucht mir gar nicht ankommen mit irgendwelchen Ex-Fußballspielern. Da fasse ich mir doch an die Birne. Was soll denn der Scheiß? Ja, also entweder geht es hier um den Verein oder um irgendwelche Vorlieben vom Herrn Port. Weil das persönlich interessiert mich ein Scheiß, was der Herr Port gut findet und was er nicht gut findet. Mich interessiert wirklich nur, was hilft aktuell dem VfB Stuttgart? Ja, und euer Wunschpräsident, ja, euer so geschätzter Herr Dietrich, den ihr unbedingt da haben wolltet, was ja auch in demselben Interview von Herrn Port ausdrücklich gesagt wurde, das ist unser Wunschkandidat, den Präsidenten haben wir uns gewünscht, ja, der ist gerade krachend gescheitert. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, da gerade aktuell im Vereinsbeirat, im Freundeskreis, im Präsidium, der kackt euch alle noch, Entschuldigung, dass ich mich jetzt ausdrücke, aber ich möchte anders sagen, der zieht euch noch mit in den Abgrund, weil er hat sich wenige Tage vor dieser katastrophalen Mitgliederversammlung noch hingesetzt und hat gesagt, alle Gremien wussten, wie es um meine aktuelle oder damals, als er Präsident werden sollte, um seine Situation, was jetzt Quadrex und sowas anging, bestellt war. Ich muss mich schon wieder ein bisschen beruhigen, glaube ich. Nee, es geht doch darum, da äußert sich kein Mensch dazu von seitens des VfB, vom Gremium, vom Freundeskreis oder so, da kommt nie irgendwas zu diesem Thema. Dabei erzählt mir jedes Mal irgendjemand was von Aufarbeitung, Ehrlichkeit, Demut und was weiß ich. Ja, dann macht doch jetzt mal die Fresse auf. Das ist doch jetzt der Moment, wo man sich eigentlich als Gremium, egal welches, nach vorne wagt und versucht, die Dinge zu erklären. Der Herr Dietrich hat klipp und klar gesagt, er hat alle Gremien über seine, ich sag jetzt mal, Verstrickungen informiert. Damit sagt er klipp und klar, ihr wusstet davon und ihr habt gesagt, go for it, wir machen das. Die DFL hat's abgesegnet, also auch da, das Thema werden wir vielleicht nachher noch ganz kurz streifen, muss man sich vielleicht im Nachhinein fragen, was die DFL da eigentlich fabriziert mit ihren Überprüfungen von irgendwelchen möglichen Verstrickungen zwischen Vereinen und was weiß ich, das müssen wir nachher noch mal kurz aufdröseln. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber der Punkt, dass man sich jetzt mehr oder weniger hinsetzt, das Ganze aussitzt und von Seiten des Präsidiums, von Seiten des Vereinsbeirat, von Seiten der, jetzt komme ich nicht drauf, wo war denn der Port jetzt? Aufsichtsrat und verschiedene andere Gremien. Ja, was soll denn das? Macht doch da einfach mal jetzt die Fresse auf und erklärt euren Mitgliedern und Fans, was hier schief läuft. Genau, also ich denke jetzt auch so, diese ganze Geschichte um die Mitgliederversammlung und den Rücktritt von Dietrich hat ja auch klar gemacht, dass Wolfgang Dietrich nicht das Problem war. Also er war ein Teil des Problems,
Aber nur, weil er jetzt zurückgetreten ist, ist ja nicht automatisch alles gut. Es sind ja wirklich die Strukturen, die wir haben. Und erst jetzt wirklich dann auch im Hinblick dann auf die Präsidentenwahl dann im Dezember wird sich ja zeigen, haben die Gremien, haben die Strukturen innerhalb des VfB begriffen, warum viele Fans so sauer sind, warum die Stimmung so war, wie sie war, warum Wolfgang Dietrich vermutlich sowieso abgewählt worden wäre, weil die Leute einfach total stinksauer sind, weil es so läuft, wie es läuft. Ne? Weil angekündigt wird, der Abstieg wird aufgearbeitet, dann steht diese neue Saison an und fragt, ja, wo ist denn die Aufarbeitung? Und dann sagen die, ja, das haben wir intern gemacht. Dann sagen 70.000 Leute, ja, das ist ja schön, ne? Aber was mit uns? Und jetzt zeigt sich ja auch weiter, wie gesagt, Thema DFL hast du schon angesprochen, kommen wir gleich noch drauf, hatte man kurz den Eindruck, die haben es jetzt begriffen, was das Problem ist, ne? Dass sie ihre Mitglieder nicht auf der einen Seite sich rühmen, dass es so wahnsinnig viele sind, und auf der anderen Seite die einfach nicht mitnehmen. Also es gibt keine Transparenz, es gibt keine Kommunikation. Da dachte man, hey, jetzt wird alles gut, und jetzt zeigt es langsam, das ist vielleicht noch nicht ganz so. Und ich finde das jetzt, es wird sehr interessant zu beobachten zu sein, wie sich das jetzt so in Zukunft entwickelt, weil ja gerade der Vereinsbeirat hat es natürlich bei einem Verein, der keinen Präsidenten hat, eine Aufgabe, die wichtiger ist als je zuvor, weil die bestimmen jetzt ja den Präsidenten. Es gibt zwei Kandidaten, die werden beide vom Vereinsbeirat präsentiert, wenn es denn zwei gibt, wie ja versprochen wurde. Auch das, man abwarten. Müssen wir mal abwarten, genau. Aber die haben eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, und man muss jetzt ja abwarten, ob sie verstanden haben, was viele Mitglieder halt fordern, halt wirklich mehr Transparenz, mehr Verständnis für Demokratie. Und das wird sich dann zeigen, wenn dann auch die Präsidentschaftskandidaten oder der Präsidentschaftskandidat dann nominiert wird. Und wenn das halt dann wieder so eine Sache ist, wo man sagt, boah, okay, dann wäre das ein Beweis, dass sie es halt irgendwie nicht begriffen haben. Und das Gleiche gilt natürlich für andere Gremien auch. Und es kann natürlich überhaupt gar nicht sein, dass persönliche Ressentiments im Aufsichtsrat verhindern, dass dann der VfB den besten Vorstand bekommt, den er bekommen könnte, oder den besten Präsidenten. Das darf keine Rolle spielen. Und wenn das so ist, dann sind die Strukturen nicht gut und nicht so, wie sie sein müssen in so einem großen Unternehmen. Und ich glaube, das wird in den nächsten Wochen und Monaten noch ziemlich spannend werden, dann wird auch wieder Fußball gespielt, also es wird sportlich spannend, aber es wird jetzt auch, Dezember ist ja leider auch gar nicht mehr so lange hin, nee. Das wird jetzt auch dann immer spannender werden, und also ich hab da auch ein Auge drauf und freue mich da, was kommt, aber ich bin auch noch nicht so ganz sicher, dass es halt einfach nur positiv dann zu kommentieren sein wird, weil das, ja, da wird noch einiges kommen, glaube ich. Und das möchte ich auch noch kurz sagen, der VfB hat sich dem Dialog verweigert, ja, und ich mache da auch keine Unterschiede mehr, ob das jetzt der Vereinsbeirat ist oder sonst irgendwer, ist es mir egal, ihr tretet als VfB auf, und der VfB hat sich dem Dialog verweigert. Wir sehen das regelmäßig bei so Alibi-Veranstaltungen wie VfB im Dialog. Die prangere ich weiterhin an, solange sich daran nichts ändert. Und man sieht es auch, wenn man manchmal die Möglichkeit hat, wenn man irgendwie vor Ort mit Leuten sprechen kann. Ja, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gab eine VfB im Dialog-Veranstaltung, die habe ich besucht, zusammen mit dem Ron, der ja auch bei der Mitgliederversammlung gesprochen hat. Da bin ich auf einen, ich würde mal sagen, beim VfB, was Pressekommunikation angeht, wichtigen Mann getroffen und habe gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass bei VfB im Dialog auch regelmäßig ein, zwei Leute, die das Internet repräsentieren, einen festen Platz bekommen könnten. Also damit meine ich jetzt nicht, das sind immer dieselben zwei, sondern dass man sich da irgendwie einigt, dass man da immer wieder jemanden hinschickt, so dass man ähnlich wie ein Fanclub behandelt wird, ja, weil die Präsenz oder beziehungsweise die Aufmerksamkeit, die das Thema VfB im Netz erfährt, ist ja riesig, ja, und viele sind da eben nicht in Fanclubs organisiert, aber letzten Endes ist es wie ein riesiger Fanclub. Und da wurde ich ausgelacht, da wurde ich einfach nur ausgelacht, wie so ein dummer Junge, und wurde danach, wurde mir gesagt, ja, man sollte sich erstmal überlegen, wie man manche Dinge hier bewertet im Verein, und man würde dann immer nur viel vermuten, was natürlich richtig ist. Wir haben nie hundertprozentige Fakten, wir lesen Zeitungsartikel, wir sprechen manchmal auch mit Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr wissen als das, was dann in der Zeitung letzten Endes steht. Aber im Prinzip versucht man einfach eins und eins zusammenzuzählen. Und viele Dinge, die in Podcasts besprochen wurden, in Blogs thematisiert wurden, stellten sich später als wahr heraus. Ich muss dazu sagen, leider. So, und
wenn ich da einfach dann ja an die Kandare oder beziehungsweise wenn ich da eine von Latz bekomme, weil ich damals Wolfgang Dietrich als Lügenkasper bezeichnet habe in der ersten Viererkette-Folge, ja, muss ich jetzt im Nachhinein leider sagen, also eins davon hat stimmte letzten Endes. Kann ich ja auch nichts dafür, dass es dann so ist. Das war einfach damals mein Bauchgefühl, weil sich das alles eben auch wirklich angefühlt hat wie eine riesige Lüge von Wolfgang Dietrich und ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wie da noch ein Schuh draus wird. Weil wenn ich die Wahrheit sage, brauche ich nicht alles so verklausulieren und hindrehen, wie er es auch jetzt wieder macht. Ja, private Einblicke kann ich geben, aber natürlich nicht in die Firmen, da kann ich nicht so direkt euch einen Zugriff drauf geben und so. Es ist immer alles, überall ist immer noch so ein kleiner Haken mit dabei. So, und das hat mir persönlich jetzt dem Verein gegenüber, das hat dazu geführt, dass ich ein enormes Misstrauen habe gegen alles, was von Vereinsseite kommt. Ich hinterfrage fast jede Nachricht und auch fast jedes Gespräch, das ich mit irgendjemandem führen kann, der für den Verein tätig ist. Da bleibt immer noch so ein paar Zweifel übrig. Ich glaube einfach nicht mehr das, was mir da gesagt wird. Ja, die Zeit der Mäßigung, das ist jedenfalls mein Gefühl, die ist irgendwie vorbei. Also die gab es auch nie so richtig, dass man sich gegenseitig versucht hat anzunähern und so und dass man ehrlich miteinander diskutiert hat auf Augenhöhe, das ist vollkommen abhanden gekommen. Und dann muss ich noch eins sagen und dann bin ich auch wirklich fertig hier, ich möchte mich ja nicht unnötig aufregen. So, und dann muss ich sagen, ich habe es vorhin schon angeteasert sozusagen, Aufarbeitung nach der Saison, haben wir immer wieder gehört, nach dieser absoluten Katastrophensaison. Dazu kam die ganze Quatrix-Geschichte, da hieß es immer, das machen wir nach der Saison. Da frage ich, wann machen wir das nach der Saison? Ein Hobby-Podcaster, ja, macht sich die Arbeit und fragt bei der DFL an, was jetzt da eigentlich stimmt. Stimmt es, dass der Herr Dietrich keine Auskunft darüber geben kann, über das, was mit der DFL vereinbart wurde oder nicht? Warum macht denn das ein Hobby-Podcaster, frage ich mich. Genau, Grüße an Lennart. Absolut. An Rot um den Brustring, ja, wunderbarer Tweet. Und ich fand es auch schön, dass die DFL dann erstmal ein paar Tage irgendwie gar nicht antwortet, um zu sagen, wir haben relativ viele Anfragen und deshalb können wir ihnen nicht antworten. Also nicht, es dauert noch, nee, wir können ihnen gar nicht antworten. Ich meine, was ist das für eine Unverschämtheit? Wir sind ja, als Fußballfans sind wir ja mehr oder weniger die Kunden der DFL. Und das kann doch nicht sein, dass man die was fragt und die sagen, leckt uns, ne? Also ja, genau. Machen wir nicht. Aber da zeigt sich auch wieder die wunderbare Macht der sozialen Medien. Also da gibt es ja nicht nur irgendwie anonyme Psychopathen, sondern es gibt halt auch dann Leute, die sich halt dann irgendwie für eine bestimmte Sache dann irgendwie zusammentun und da so ein bisschen hinterher sind und wenn dann so ein Tweet dann halt ein paar Mal geliked und ein paar Mal geteilt wird und dann vielleicht auch von den richtigen Kanälen wie Journalisten und so weiter, dann antwortet tatsächlich auch die DFL, hat sie gemacht gestern und das sogar relativ ausführlich und hat damit ja widerlegt, was Wolfgang Dietrich halt auf der Mitgliederversammlung gesagt hat, dass er aufgrund von DFL-Auflagen sich zu der Sache gegenüber den Mitgliedern nicht äußern würde, was ja auch generell eine Äußerung war, die ja auf dieser Mitgliederversammlung zum allerersten Mal irgendwie auftauchte, wie so auf dem Nichts. Ne? Also vorher hieß es ja, nee, die Mitglieder wussten immer Bescheid und natürlich wussten wir nie Bescheid. Auf einmal hieß es dann irgendwie, na, die DFL hat es verboten. Und dachte, ja, das ist ja schon komisch, dass er jetzt gerade heute zum allerersten Mal damit in die Ecke kommt. Stimmt das wirklich? Nee, es stimmt nicht. Also es wurde dann noch ergänzt, das Statement von der DFL und so ein bisschen weich gekocht, aber grundsätzlich gab es keinen Grund, die Mitglieder vom VfB Stuttgart nicht darüber zu informieren, wie seine Beteiligungen da aussehen. Ja, und ich wollte zuerst da auch so ein bisschen wieder mal den einen oder anderen Journalisten ansprechen, ja, warum er sich da nicht in Bewegung setzt und dann zum Beispiel mal bei der DFL nachfragt. Aber ich kann es natürlich abschließend hier überhaupt nicht beurteilen, hat er das getan oder hat er es eben nicht getan. Aber im Nachhinein, jetzt wenn wir drüber reden, dann möchte ich eigentlich, dass der VfB mit einer Meldung um die Ecke kommt. Ja? Dass der VfB das so erklärt, wie es die DFL jetzt getan hat. Weil das ist eigentlich der VfB seinen Mitgliedern schuldig, das klarzustellen, weil das muss ja irgendjemanden außer der DFL auch aufgefallen sein, dass das nicht hundertprozentig gestimmt hat, was Herr Dietrich sagt. Da sind wir wieder bei dem Thema Aufklärung, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Jetzt ist der Moment, reinen Tisch zu machen. Es ist einfach so. Ja, ein Twitter-User stellt letzten Endes die Fragen, die eigentlich der Vereinsbeirat und der Aufsichtsrat stellen sollte. Das geht doch nicht, dass wir euren Mist aufräumen jetzt. Da müsst ihr doch selber danach gucken, dass das wieder in Ordnung gebracht wird. Aber ich glaube, so ähnlich wie es bei Dietrich 2016 lief, nämlich, dass man alles versucht, einfach irgendwie so ein bisschen durchzuwinken und Augen zu und durch, vielleicht klappt's ja, vielleicht geht's gut, genauso macht man jetzt weiter. Das ist mein Eindruck. Ja. Und ich zitiere jetzt hier die große Greta Thunberg, die mal gesagt hat, ich möchte, dass ihr in Panik geratet. So, und ich glaube, das würde dem VfB aktuell auch ganz gut tun, dass man da endlich mal in Panik geratet und sich in Bewegung setzt. Und vor allen Dingen sich wieder seinen Mitgliedern annähert, den Fans annähert, letzten Endes aufhört, miteinander zu konkurrieren, sondern anfängt,
miteinander zu kooperieren. Dahin müssen wir wieder kommen. Und nicht immer dieses Verstecken und fast schon so ein elitäres Gehabe ist das ja fast schon. Also das geht mir so gegen Strich aktuell. Und eigentlich wollte ich nur erzählen, dass der Herr Port was gegen Jürgen Klinsmann hat. Jetzt muss ich mal einen Punkt genau, finden. Gegen ehemalige Fußballer, gegen Jürgen Klinsmann und auch gegen Guido Buchwald, wie wir wissen. Oh, okay, machen wir mal weiter kurz mit Guido Buchwald. Wie findest du denn den als Präsidentschaftskandidaten? Der wurde ja auch ein paar Mal genannt, hat auch gesagt, dass wenn jemand vom VfB sich melden würde, das sagen sie ja alle, sei er bereit, über alles zu sprechen. Und es geht darum, die beste Lösung für den Verein zu finden. Und da bin ich unabhängig vom Amt bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja schon mal eine ziemlich coole Aussage von Guido Buchwald. Die erwarte ich auch so ein Stück weit von einem Ehrenspielführer. Also das ist richtig. Und er sagte auch noch, Sebastian, es braucht jetzt Führungspersonen mit Fußballkompetenz. Grüße an Herrn Port. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch ein kleines eingestreutes Hallo in Richtung Daimler AG ist. Auf allen zu besetzenden Positionen Personen, die den Verein wieder vereinen und nicht noch weiter spalten. Und dann bezieht er sich auch nochmal auf Jürgen Klinsmann. Mit Jürgen kann ich mir im Fußball alles vorstellen. Wir kennen uns seit Jahren und liegen in ganz vielen Bereichen auf einer Wellenlänge. So, Sebastian, Guido Buchwald, ist das dein Mann für das Präsidentenamt? Es könnte, glaube ich, mein Mann fürs Präsidentenamt sein, aber es wird, glaube ich, nicht unbedingt mein Mann für den Aufsichtsratsvorsitzenden der AG. Und wir haben neulich mal ein bisschen in der Satzung gewühlt und ich bin mir nicht sicher, ob der Präsident des e.V. der Aufsichtsratsvorsitzende der AG sein muss. Also sicher ist, zwei Mitglieder des e.V.-Präsidiums sind im Aufsichtsrat. Aber ob man sagen kann, der Präsident ist, ist normales Aufsichtsratmitglied und ein anderes Präsidiumsmitglied ist der Vorsitzende, das haben wir irgendwie auch noch nicht rausfinden können, weil das wäre ja auch noch eine Maßnahme. Du sagst, okay, wir haben einen Präsidenten, Guido Buchwald, der sitzt auch im Aufsichtsrat, ist aber nicht der Vorsitzende. Du hast ein anderes Präsidiumsmitglied und der macht den Vorsitz im Aufsichtsrat. Das wäre dann vielleicht noch eine relativ interessante Konstellation, aber so könnte ich mir, das hat ja auch Thomas Berthold gesagt, der dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Strukturen eventuell durcheinander gebracht hat, auch gesagt, ja, wir bräuchten halt so einen Präsidenten im e.V. für repräsentative Aufgaben, so ein bisschen einen Grußonkel und einen anderen, der dann halt das im Aufsichtsrat den Laden dann halt wirklich schmeißt. Das hat natürlich seinen Reiz. Andererseits müssen wir natürlich als Mitglieder darauf achten, dass wir den letzten Zugriff, den wir vom e.V. in die AG haben, natürlich nicht aufgeben durch eine Trennung der beiden Ämter. Und das müsste man nochmal irgendwie sich mal genau, müsste man nochmal genau nachlesen, wie das jetzt wirklich da ist. Aber ja, was wollte ich sagen? Ach ja, Guido Buchwald als Präsident gerne, Aufsichtsratsvorsitzender eher nicht. Ich weiß es auch nicht abschließend, aber ich meine mich zu erinnern, dass das ja immer wieder angeführt wurde, dass dadurch, dass der Präsident eben der Chef des Aufsichtsrats ist, die Mitglieder weiterhin mehr Mitsprache haben, als man zunächst befürchten musste. Ja, man hat ja gedacht, man verliert komplett den Zugriff auf die Profimannschaft so als Mitglied und man wollte, glaube ich, mit dieser Doppelrolle Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender den Mitgliedern das Gefühl zumindest geben, ihr seid noch ganz nah dran an den wichtigen Entscheidungen. Ob das jetzt dann wirklich so in Stein gemeißelt ist, wird sich, denke ich, mehr herausstellen. Und es gibt ja noch jemanden, den du vielleicht für geeigneter halten könntest, zumindest für die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden, nämlich Matthias Klopfer, seines Zeichens Oberbürgermeister in Schorndorf, SPD-Member, wenn man das so sagen kann, neudeutsch, ist außerdem noch Vorsitzender der Sportregion, ein Posten, den ich so eigentlich noch nie wahrgenommen habe, vielleicht auch nie wieder wahrnehmen werde, aber immerhin macht er irgendwas mit Sport und ist da Vorsitzender, ist 51 Jahre alt, würde den Posten des Präsidenten ehrenamtlich übernehmen und hat sich zum einen auf Twitter dann schon mit vielen Twitter-Usern auseinandergesetzt. Das war zumindest sehr sympathisch, dass er da relativ zuverlässig auf Fragen diverser User, fand ich, auch ganz ordentlich geantwortet hat. Also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Und er hat natürlich auch schon Interviews gegeben und meinte, wenn man in der öffentlichen Wahrnehmung so tief im Keller ist wie der VfB derzeit, dann braucht es einen Teamplayer an der Spitze. Und da ist natürlich der Herr Klopfer der absolut Richtige, ist klar. Und er hat aber auch schon so ein bisschen ausgeteilt, möchte ich sagen, gegen Wolfgang Dietrich, gegen den ehemaligen Präsidenten. Und er meinte, man muss harte Kritik aushalten können, hat er gesagt. Das fand ich auch ganz schön. Und wenn es mal knirscht,
gilt es, gemeinsam einen Konsens zu finden. Das klingt alles sehr, sehr gut. Was ist dein Eindruck? Ist der Herr Klopfer der Richtige? Sebastian. Entschuldigung. Er wird es ehrenamtlich machen. Das hat der Wolfgang Dietrich auch gemacht, wie er halt nicht müde wurde zu betonen. Aber das Besondere beim Herrn Klopfer wäre, er wird es ja halbtags machen. Also wäre so quasi so ein 400-Euro Präsident vom VfB. Und da frage ich mich, kann das funktionieren? Also er sagt, ja, das geht, er hat ein starkes Team und so weiter. Aber er ist, wie gesagt, Oberbürgermeister von Schorndorf. Das ist jetzt ja auch kein Kuhkaff, ich glaube, jetzt sage ich es wahrscheinlich falsch, 40.000 Einwohner. 40.000 Einwohner, ja. Wir müssen nur schon den 40.000 Einwohner. Schon ein Städtle. Und er ist dann halt noch Vorsitzender von dem Verband, den du sagst, was natürlich den Vorteil hat, dass er da relativ gut vernetzt ist natürlich im lokalen Sport. Ich halte ihn so vom Auftreten her und von seiner Vita für gar nicht ungeeignet, das Amt zu übernehmen, aber ich halte es für völlig illusorisch, das halt irgendwie nebenbei zu machen. Aber irgendjemand sagt ja, naja gut, dann arbeitet er halt irgendwie Montag bis Freitag dann für Schorndorf. Der VfB spielt sowieso fast immer am Wochenende. Ja, dann kann er das ja am Wochenende machen. Aber also das stört mich noch so ein bisschen. Und natürlich stört mich auch so ein bisschen dieses, Lausmann. Lausmann? Oh, den hab ich, also, bei der MV sagt, ne, jetzt mache. Also zu sagen, ja, komm, ich mach das und ich presche halt raus und mach's auf Twitter und auf Facebook und dann lass mich von Sky interviewen und habe halt noch keine Silbe irgendwie mit dem Vereinsbeirat geredet. Hat halt auch so ein kleines Geschmäckle. Also ich glaube, es ist ein cooler Typ, den du halt sicherlich irgendwie brauchen kannst, aber ob das irgendwie halbtags dann wirklich so richtig gut funktioniert, VfB-Präsident zu sein, wage ich zu bezweifeln. Er sagt zumindest das Richtige, vielleicht wäre er deshalb auch gar kein so schlechter Präsident, dass er immer weiß, was er wann sagen muss. Das ist schon mal nicht schlecht. Er hat ja zum Beispiel auch gesagt, viele Menschen wollen, dass es dem VfB besser geht. Mein Ansatz lautet zunächst zuhören und anschließend eine gemeinsame Position formulieren. Das ist halt genau das, was du jetzt in der aktuellen Situation auch hören möchtest, aber ich gebe dir natürlich recht, es wäre vielleicht geschickter gewesen, sich zunächst mit dem Vereinsbeirat auseinanderzusetzen und dann vielleicht gemeinsam an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn man merkt, das funktioniert. Auf der anderen Seite weiß man ja nicht, ob es solche Gespräche schon gab und der Vereinsbeirat gesagt hat, was will denn der jetzt? Also unterstelle ich jetzt einfach mal so. Nee, lass mal. Er jetzt dann praktisch die Öffentlichkeit sucht, um klarzumachen, hey, ich würde das gern machen, aber ich werde abgelehnt oder sowas in der Art. Es sind jetzt natürlich wilde Spekulationen, aber ich möchte jetzt nicht einfach sagen, es ist so, dass er sich zuerst an die Presse wendet und danach an den Vereinsbeirat. Wir wissen nicht, was dahinter verschlossenen Türen schon alles ablief. Fakt ist, hier ist jemand, der geht nach vorne, der sagt zumindest mal das, was man jetzt in dem Moment auch hören möchte von einem möglichen Kandidaten. Und ich muss ganz ehrlich sein, bislang habe ich jetzt noch keinen besseren Kandidaten gefunden, aber es liegt natürlich auch daran, dass es nicht allzu viele gibt, die sich da nach vorne wagen aktuell. Ja, die werden noch kommen, aber man sieht ja auch jetzt schon, also nach dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich bricht nicht das oft angedrohte Chaos aus, sondern es kommen Leute, die seinen Job machen würden und es sind halt nicht alles irgendwelche Flitzpiepen, sondern schon Leute, wo man denkt, okay, der könnte es schon irgendwie hinbekommen. Ne? Also ich glaube, der VfB hat auch ohne Dietrich eine Zukunft. Das Chaos bricht nicht aus, aber Günther Oettinger wird losgelassen sozusagen auf die arme VfB-Motte. Er hat direkt mal seine Hilfe angeboten. Und da, ich habe schon, als ihr das auf Twitter gepostet habt, die erschreckten Gesichter vor ihren Endgeräten zu Hause gesehen, weil sie natürlich nur die Überschrift lasen und dachten, no way. Und er hat es dann aber auch relativ schnell klargestellt, er möchte dem VfB beratend zur Verfügung stellen und eine Nachfolge von Wolfgang Dietrich kommt für ihn nicht in Frage. Ja, aber du möchtest ja auch nicht, dass er beratend, in beratender Position zur Verfügung steht. Also du möchtest, dass er von deinem Verein halt einfach ganz weit weg bleibt. Das war ja auch in Reaktion deutlich und das ist auch so eine Sache. Also das lässt sich halt den Mitgliedern halt einfach nicht vermitteln, ne? Wenn dann irgendwie ein Dietrich-Freund mit der Vergangenheit dann irgendwie sich dann dem VfB man empfängt mit offenen Armen. Also ich glaube, das ist halt aktuell nicht machbar zum Glück. Wir sind immer noch bei der Mitgliederversammlung, aber sind jetzt wirklich dann in den finalen Zügen. Nochmal ganz kurz. Ich guck mal kurz hier. Sag nix. Das ist mir der Druck. 56 Minuten, also wir haben jetzt noch 4 Minuten Mitgliederversammlung und dann müssten wir noch eine halbe Stunde über Sportliches sprechen. Endlich wieder Sport. Ja Mensch, ich will doch auch über Sportliches sprechen, deswegen ganz schnell. Wir haben ja das Thema DFL äußert sich zu Dietrichs Behauptung, man hätte die Quatrex-Unterlagen nicht veröffentlichen dürfen. Das haben wir ja schon kurz angerissen, da sagt die DFL klipp und klar, Herrn Dietrich steht es frei, sich öffentlich über seine privaten, und das ist das Entscheidende, privaten Vermögensverhältnisse, seine Geschäftstätigkeiten und von ihm gehaltene Beteiligungen an Unternehmen zu
äußern. Und angeblich wäre auf Wunsch von Wolfgang Dietrich die Sache vertraulich behandelt worden und dessen geschäftliche Beteiligung nicht publik gemacht worden. So kann man es, denke ich, mal ausdrücken. So hat sich die DFL zu dieser ganzen Situation geäußert. Wolfgang Dietrich hat, glaube ich, mit der Stuttgarter Zeitung gesprochen und meinte, über seine Privatvermögen könne er natürlich Auskunft geben. Ja, dies hat er auch mehrfach getan, nachdem immer wieder Kritik an ihm laut geworden war. Vertragsdetails zwischen den Vereinen und dem Ligaverband seien jedoch streng vertraulich, sagt er auch weiterhin, oder seien streng vertraulich zu behandeln, weshalb auch eine saftige Unterlassungsstrafe in der Vereinbarung verankert ist. Das hat inzwischen auch die DFL bestätigt, dass es diese Unterlassungsstrafen gibt. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Es ist halt immer wieder, wird sich irgendwo rum und numm gewandt und nie wird Klartext gesprochen. Dann mache ich es halt jetzt einfach. Er hat bis Ende 2017 de facto davon profitiert, dass Konkurrenten des VfB Stuttgart in der zweiten Liga erfolgreich Fußball spielen. Damals waren es sogar ganze drei mit Heidenheim, mit Union Berlin und der erste FC Kaiserslautern. Daran war er beteiligt und er hat davon profitiert, wenn die sportlich erfolgreich waren. Das ist so. Das wurde jetzt auch mehrfach schon von ihm zugestanden und mir geht's doch gar nicht darum, ob er jetzt bei diesem scheiß Relegationsspiel nochmal in Reibach gemacht hat. Hat er vielleicht nicht, dafür seinen Sohn. Das ist also auch hier wieder moralisch ein Unding für mich, dass man dann jetzt auf einmal so tut, ja gut, es war halt mein Sohn. Ja, leck mir am Arsch, es war halt dein Sohn. Ihr seht euch wahrscheinlich 5-mal die Woche und unterhaltet euch ständig, wie man am besten jetzt das Geld wieder anlegen kann. Also verkauft doch die Leute nicht immer für völlig bescheuert. Dein bester Kumpel und dein Sohn haben die Anteile von dir übernommen, damit es jetzt nicht mehr so aussieht, als würdest du davon profitieren. Ich weiß, das sind jetzt Unterstellungen und letzten Endes kann ich da nichts beweisen. Das mag ja alles so sein, aber dass das bis zum Himmel stinkt, da wird mir, glaube ich, jeder recht geben. So, und dass man jetzt in diesem Moment, wo man krachend gescheitert ist mit seiner ganzen Präsidentschaft, schon wieder versucht, da noch irgendwie den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, das ist so unwürdig, das ist auch so unnötig. Kann man da nicht einfach ganz ehrlich sagen, ja, okay, wir haben das total abgefuckt damals, wir haben wirklich nicht damit gerechnet, dass das so durch die Decke geht und Thema beendet, ich entschuldige mich dafür, auf Wiedersehen, das war's, so. Eigentlich musst du ja, dir überlegen. Also den können wir... Den Begriff Dietrich kommt dann auf die Liste der nicht mehr auszusprechenden Wörter. Meiner Meinung ist, dass zum Beispiel Wolfgang Dietrich auch komplett so die Sichtweise der Fans, der Mitglieder abgeht. Er sieht kein Problem darin, dass sein Sohn am Abstieg des VfB profitiert, vom Abstieg des VfB profitiert hat. Ich glaube, er sieht einfach das Problem nicht, ne? Und dann kann so jemand einfach auch nicht Präsident eines Fußballvereins mit 70.000 Mitgliedern sein. Das geht halt nicht. Das kann sein, dass er das nicht für schlimm hält, dass sein Sohn dann halt vom Abstieg profitiert. Und es ist ja auch rechtlich nicht schlimm und ist alles lupenrein. Aber das ist halt dann irgendwie ganz, ganz viele Leute total ankotzen, dass es für die ein Unding ist. Und wenn das dann der Präsident, das oberste Organ des Vereins, nicht so wahrnimmt, dann kann er nicht Präsident sein. Das hat sich jetzt ja auch dann bewahrheitet, dass dann einfach dieser Konflikt und dieser Spalt zwischen Mitgliedern und ihrem Oberhaupt einfach so groß war, dass es halt einfach nicht mehr funktioniert hat. Und erinnert euch immer an seinen Abschiedsbrief auf Facebook. Das darf man nie vergessen, weil da hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Nicht nur den Fans und den Mitgliedern gegenüber, sondern auch den Gremien. Da hat er gezeigt, wer er wirklich ist. Und da hat er nämlich sich endlich mal selber demaskiert und hat vom Leder gezogen und hat Leute angepisst, die für ihn in die Bresche gesprungen sind, versucht haben, noch Wahlempfehlungen auszusprechen. Ja, Grüße an Herrn Geiser. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wann kommt da eigentlich mein Statement zu, Herr Geiser? Weil offensichtlich war es ja wichtig, in ihrem Vortrag noch, wie gesagt, für ihren Kumpel Wahlwerbung zu machen. Aber jetzt im Nachhinein sich da mal zu äußern, da kommt wieder nichts. Aber gut, wir haben jetzt genug über die Mitgliederversammlung gesprochen. Ein positives wollen wir am Ende auch noch. Nur noch kurzes Statement von Wolfgang Dietrich, was du angesprochen hast, das existiert ja nicht mehr, weil die Facebook-Seite gelöscht ist, aber ihr könnt unsere letzte Folge nachhören, da habe ich es irgendwann vorgelesen. Leider haben wir keine Kapitelmarken gehabt, deswegen müsst ihr ja die ganzen 3 Stunden halt hören. Aber wie gesagt, wir arbeiten dran, wir wollen besser werden. So, wir gehen aus diesem ganzen Thema Mitgliederversammlung jetzt mit einer guten Meldung raus, oder ja, kann man sehen, wie man möchte, aber ich möchte die nicht unerwähnt lassen und verspreche euch, in der nächsten Ausgabe wird die Mitgliederversammlung wahrscheinlich eine deutlich
untergeordnetere Rolle spielen, als es jetzt in den letzten Wochen der Fall war. Aber wie gesagt, jetzt die positive Nachricht zum Schluss. Die AG will den zweiten Investor und auch den Vorstandsvorsitzenden 2019 präsentieren. Daran hält man also fest. Man setzt sich damit natürlich auch ein Stück weit selber die Pistole auf die Brust und hätte vielleicht sagen können, okay, wir warten jetzt einfach, bis wir geeignete Kandidaten finden oder den geeigneten Kandidaten und auch einen passenden Investor. Aber Herr Geiser möchte einfach direkt Feuer geben, das finde ich gut. In den Gesprächen mit potenziellen Investoren, sagt der Herr Bernd Geiser, arbeiten wir an einer Einigung bis Jahresende. Sebastian, wenn das mal keine guten Nachrichten sind, wir haben also bald wieder richtig Kohle und müssen uns eigentlich überhaupt nicht aufregen. Aber seit wann ist der zweite Investor an Bord? Ende 2018 eigentlich schon oder so? Also ja, also da gebe ich auch nicht mehr wirklich viel drauf. Ne? Vor allen Dingen mit den Drohszenarien, dass ja der zweite Investor auch an die Personalie Dietrich geknüpft ist und jetzt wahrscheinlich komplett von vorne verhandelt werden muss und so weiter. Also mal gucken, wann irgendjemand vor der Tür steht. Das lasse ich ganz geschmeidig auf mich zukommen. Ja, also was anderes können wir eh nicht machen. So, jetzt kommen wir zum Sportlichen und da geht's jetzt wirklich endlich wieder richtig ab. Denn am Freitag, Sebastian, geht's los mit der Zweitligasaison gegen Hannover 96. Ja, ich brauch's jetzt auch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauche jetzt endlich wieder Fußball. Ich habe so ein bisschen die Schnauze voll von Vereinspolitik. Ich möchte jetzt wirklich endlich wieder ganz einfachen Fußball genießen dürfen. Deswegen habe ich mich Wir haben uns jetzt so lange mit den großen Dingen beschäftigt, ne, mit Ethik und mit dem Verein und dem Präsidenten und dem Aufsichtsrat und Betrug und Lügen und ja, ganz, ganz schlimm. Und jetzt geht's halt wirklich wieder, ne, trifft er den Ball sauber, trifft er den Elfmeter, fängt er den Ball herrlich wieder, die einfachen Dinge des Lebens. Ganz ja, schön. So schön kann Fußball sein, werden wir am Freitag sagen, wenn wir dann den ersten Saisonsieg eingefahren haben. Zwinker, zwinker. Aber ich kann es wirklich kaum abwarten und habe mich deswegen auch sehr gefreut, dass wir am Freitag nochmal 120 Testminuten gegen Freiburg bestaunen durften. Endstand 4:2. Also der VfB hat sein letztes Testspiel erfolgreich beschritten. Ganz kurz, falls ihr es nicht gesehen habt, Daniel Didavi trifft in der 25. Minute zum 1:0, Mario Gomez in der 55. Minute zum 2:0, Gonzalo Castro in der 57. zum 3:0. Dann kam Terracino mit dem Anschlusstreffer für die Freiburger zum 3:1 in der 101. Minute, übrigens nach einem Fehler vom Herrn Grötzinger. Das hat mir wieder sehr leid getan. Er hat ja auch schon ein paar schwache Minuten gehabt im letzten Testspiel gegen Basel, meine ich. Dann das 4:1 durch Koulibaly. Grandioses Solo unseres Neuzugangs gegen drei Freiburger, richtig stark gemacht. Das könnt ihr euch vielleicht in den Highlights auch nochmal angucken, wenn ihr das ganze Spiel nicht gesehen habt. Und das 4:2 fiel in der 117. Minute durch Jeong, heißt er, glaube ich, ein Ex-Bayern 2-Spieler. Und auch da hat einer unserer Youngstars zuvor, ja, dann doch ein bisschen gepatzt, muss man sagen. Damals, oder ja, es war Luca Mack, der ja durch einen Stellungsfehler negativ aufgefallen ist, möchte ich mal so sagen. Und abschließend zu diesem Spiel noch, es gab noch eine richtig dumme Aktion. Und zwar hat sich unser Neuzugang Sascha Kalajdzic schwer verletzt. Und zwar hat er sich das Kreuzband gerissen, das Innenband gerissen und den Außenmeniskus gerissen. Wird mindestens 6 Monate ausfallen, eher 8 Monate. Und wer sich mit solchen Verletzungen schon mal auseinandersetzen musste, der weiß, dass selbst 8 Monate ein optimistisches Ziel sind. Also für Sascha Kalajdzic wird es sehr wahrscheinlich in der Saison nicht allzu viele Einsätze im Trikot mit dem Brustring geben. Sebastian, ganz kurz, hast du irgendwas vom Spiel gesehen gegen Freiburg? Ja, es war so das Freitag 15 Uhr war das ja, glaube ich, habe es nebenbei im Büro noch ein bisschen geguckt. Und es war interessant, vor allem war es natürlich am Anfang auch interessant, weil man dann Mikro neben Tim Walter hatte und dann seinen Coaching-Stil nochmal mitbekommen hat. Und ich glaube, wir alle haben noch sein Borner im Ohr. Also das war wunderbar. Man war ja wieder schwierig zu vergleichen, weil die Freiburger sind ja in ihrer Vorbereitung irgendwie 3-4 Wochen quasi hinter dem VfB. Deswegen war ein Sieg dann auch relativ klar. Man hat wieder gesehen, was der VfB eigentlich vorhat zu spielen und das dann auch gegen so einen Gegner, der halt noch relativ früh in der Vorbereitung ist, durchziehen kann. Aber grundsätzlich hat man vor allen Dingen auch gesehen, die Startelf, die Walter aufs Feld gestellt hat oder aufs Feld geschickt hat, schien ja schon so ein kleiner Fingerzeig auf die Aufstellung am Freitag zu sein. Da waren ja viele dabei, die man auch vermutlich am Freitag dann
aufs Feld laufen sehen wird um 20:30. Ja, es war wieder gut zu sehen. Also und macht einem ja schon so ein bisschen Vorfreude auf die Saison und vor allen Dingen neugierig, wie das Ganze halt dann unter Druck funktioniert. Und wenn man dann halt nicht dann die sonore Stimme von Tim Walter dann über den ganzen Platz schreien hören wird, sondern wenn es dann halt am Freitagabend dann im vollen Neckarstadion dann auch von außen dann ganz schön laut sein wird. Auf die Startelf kommen wir gleich noch zu sprechen, denn wir haben ein neues Segment für euch vorbereitet. Da kommen wir, wie gesagt, dann gleich drauf zu sprechen. Und ich muss noch mal ganz kurz Tim Walter erwähnen, der natürlich wirklich absoluter Mehrwert war durch die sehr laut gestellten Außenmikrofone. Selbst der Kommentator hat ab und zu mal die Klappe gehalten, weil er zugehört hat, was Tim Walter zu sagen hatte. Und für mich war es wirklich sehr aufschlussreich, weil ich mir schon ein paar Mal die Frage gestellt habe, wie risikobereit soll die Mannschaft von Tim Walter agieren? Also wie viel Risiko ist er bereit zu gehen, um zum Torerfolg zu kommen? Da war ich mir immer nicht ganz sicher, weil es wurde ja auch immer so beschrieben, dass er ja wirklich, wirklich viel Risiko bereit ist zu gehen. Und ich habe das aber in manchen Testspielen gar nicht so empfunden. Und letzten Endes wurde sein Coaching-Stil oder hat mir dann geholfen, das wirklich zu verstehen. Und ich meine, dass er eigentlich einen guten Kompromiss fährt mit seiner Taktik. Nämlich, ja, er möchte natürlich, dass Spieler Risiko eingehen, aber, was haben wir ganz oft gehört beim Spiel gegen Freiburg, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Und das geht über alles. Kontrolle, Kontrolle! Ja, aber das ist genau die entscheidende Information. Ja, er möchte nicht, dass Borna Sosa irgendwie, weiß ich nicht, in Vertikalpass spielt zwischen 8 Leute hindurch. Das möchte der gar nicht in manchen Momenten. Ab und zu kannst du so einen Pass natürlich auch mal anbringen. Grüße gehen raus an Benjamin Pavard. Aber in der Regel geht es darum, erstmal sicher zu spielen, Kontrolle, den Torwart mitzunehmen, lieber abzudrehen, als eben einen absoluten Schwachsinnsball zu spielen, oder wie er es genannt hat, einen Arschlochball. So, das kann man ja auch mal so direkt auf den Punkt bringen. So, und das war für mich sehr aufschlussreich, da nochmal so ein bisschen reinhören zu dürfen, was Tim Walter seiner Mannschaft versucht zu vermitteln, währenddem sie spielen. Ganz grundsätzlich, es gab ja da auch so eine kleine Diskussion auf Twitter, wie hilfreich das jetzt ist, so mit seinen Spielern zu sprechen, und es gab Befürchtungen, dass der ein oder andere Spieler beim Misserfolg oder wenn es halt eben nicht so 100% hinhaut, die Vorstellung von Tim Walter dann auch ganz schnell gefrustet sein könnte und sich vielleicht sogar gegen den Trainer wenden könnte. Wie ist das bei dir angekommen? Besteht die Gefahr oder siehst du da eigentlich keinen Grund zur Sorge? Ich habe da schon Grund zur Sorge, weil je risikoreicher dein System ist, desto mehr bist du halt vom Erfolg abhängig, weil die Spieler müssen dran glauben, dass das, was sie machen, Erfolg haben kann. Ne? Und also klar, man kann sagen, jetzt die Parallelen zu Zorniger, die sind so weit hergeholt, aber auch der hat denen erzählt damals, wir spielen das so und so und das wird funktionieren. Und dann hat es nie funktioniert. Und natürlich glauben die Leute halt irgendwann nicht mehr dran. Ne? Also wir Fans haben ja auch nicht mehr dran geglaubt unter Zorniger. Und dann gegen Ende kriegen wir eh wieder ein Gegentor. Oder ne? Das funktioniert halt einfach nicht. Und niemand glaubt mehr dran. Und je risikoreicher das ist, was du spielst, desto höher ist das Risiko. Und deswegen sind, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, meiner Meinung nach so die Ergebnisse jetzt an den ersten 3 Spieltagen total entscheidend. Also wenn du da Erfolg hast, ob das jetzt dann dem System Walter geschuldet ist oder irgendwelchen Glückstreffern oder Sonntagsschüssen, ist ganz egal, aber du brauchst halt den Erfolg, weil der Erfolg zahlt dann quasi auf das ein und die Spieler glauben dann Walter, wenn er sagt, hey, wir schlagen die Bälle nicht hinten lang raus, wir spielen die raus, wir machen das immer so, wir spielen auch alle Ecken kurz, ne? Und wir spielen alle Standards kurz und wenn du dann gewinnst, dann glaubst du, okay, kurze Standards, kurze Ecken, damit können wir Erfolg haben. Aber wenn du halt dann am Anfang halt irgendwie nicht punktest, dann kann ich mir vorstellen, dass die Spieler halt dann relativ schnell nicht mehr dran glauben, dass das, was ihnen der Trainer erzählt, Erfolg verspricht. Ich glaube aber auch, dass die Mannschaft halt bewusst auch so umstrukturiert wurde, dass du halt jetzt wirklich viele Spieler hast, viele junge Spieler, die halt länger das glauben, was der Trainer sagt, auch wenn der Erfolg sich nicht unbedingt einstellt. Also, weil jetzt so aus sportlicher Sicht, ne, wenn man jetzt, kommen wir auch noch kurz zu, Position als Rechtsverteidiger siehst, ne, also Andy Beck, der fehlt jetzt halt schon irgendwie im Kader, weil du hast da halt eigentlich nur einen Stenzel und vielleicht noch einen Mack, aber den hättest du eigentlich noch gebrauchen können und der ist weg, zusammen mit Gentner und Daogo, die vielleicht so Kandidaten wären, die dann doch relativ schnell nicht mehr so unbedingt hundertprozentig hinter irgendeinem relativ offensiven, kreativen System stehen. Wie gesagt, also ich glaube, du brauchst den Erfolg. Wenn der sich nicht einstellt, wird es schwer.
Aber so wie der Kader aufgestellt ist und wie Walter auftritt, glaube ich, hat er doch eine gewisse Ruhe, bevor irgendwie da irgendwie Panik oder Hektik entsteht. Kurze Ergänzung, Rechtsverteidiger, vergiss mir den Gonzalo Castro nicht, auch wenn er da nicht, ja, er kann es halt spielen, das muss man ja schon noch berücksichtigen. Ja, aber ich glaube, wenn, weißt du, der Walter in der Vorbereitung dann eher Tommy da spielen lässt als Castro, weiß nicht, ob er ihn da unbedingt sieht. Ja, nee, also ist jetzt mit Sicherheit nicht die erste Wahl und er konkurriert auch garantiert nicht mit Stenzel um einen Platz in der Startelf. Aber ich meine nur, wenn es wirklich hart auf hart kommt, gibt es die Möglichkeit eben mit Castro da hinten auszuhelfen und ich denke mal, es gibt auch noch ein paar andere Defensivspezialisten, die im Mittelfeld aktuell eher verortet werden, die zur Not nach hinten rutschen können oder eben zum Beispiel, weiß ich nicht, einer der Innenverteidiger rutscht raus, Carrasor in die Innenverteidigung. Also mir wäre es auch lieber, wir hätten noch einen Rechtsverteidiger, da gebe ich dir absolut recht, aber ich finde es jetzt auch nicht ganz schlimm, wenn wir so in die Saison gehen. Sollte sich halt ich finde es nicht schlimm, aber du musst ja nicht sagen, na, der Beck, da konnte man jetzt auf keinen Fall verlängern, weil der wäre Rechtsverteidiger Nummer 5 gewesen oder so. Nee, also ja. Der hätte ja schon noch eine ordentliche Rolle im Kader gehabt. Der hätte halt dann mit Stenzel halt irgendwie dann sich einen Zweikampf liefern können. Wäre noch ein erfahrener Typ. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, der wäre jetzt da irgendwie das 12. Rad am Wagen gewesen oder so. Und ich glaube schon, dass man auch so ein bisschen auf, klingt jetzt böse, Kaderhygiene irgendwie geguckt hat, dass man wirklich erfahrene Spieler dann vielleicht wirklich sagt, okay, nee, wir brauchen noch nicht, weil wir wollen halt auch irgendwie mental und so vom ganzen Mindset halt irgendwie Neuanfang und tut uns leid, aber ist halt einfach so. Da gebe ich dir recht. Und ich möchte noch ganz kurz ergänzen zu der Art und Weise, wie Tim Walter mit seinen Spielern spricht. Ich habe dazu auch auf Twitter etwas Längeres verfasst, möchte ich sagen. Also ich finde das wirklich sehr erfrischend und gut, weil er sehr ehrlich und offen mit den Spielern kommuniziert und es wurde halt dann oft auch in Frage gestellt, ob das so gut ist, wenn du deinem Spieler immer wieder sagst, wie er laufen soll und mehr oder weniger ihn direkt bewertest auf dem Platz. Ich glaube, dass diese offene Art und Weise, miteinander zu kommunizieren, immer zielführend ist, beziehungsweise der Mannschaft insgesamt helfen kann, weil die Spieler genau wissen, was der Trainer von ihnen verlangt, ob er zufrieden ist, ob er nicht zufrieden ist. Sie kriegen ein direktes Feedback. Das ist natürlich auch ja, in so einem kleinen Stadion oder auf so einem Bolzplatz noch mal anders als in einem großen Stadion. Also da kann sich wahrscheinlich in der ersten Halbzeit, wenn unsere Mannschaft auf die Untertürkheimer spielt, sich ein Borna Sosa erstmal gewiss sein, dass er nicht ständig angebrüllt wird von Tim Walter, weil er einfach weit genug von ihm entfernt spielt. In der zweiten Halbzeit sieht das unter Umständen wieder anders aus. Aber im Prinzip finde ich diese sehr offene Kommunikation mit den Spielern und dieses sehr taktische Verschieben der Spieler, also er gibt ja ganz genaue Anweisungen, wann Spieler wo hinlaufen sollen, das finde ich schon sehr hilfreich bei so einem komplexen System, das er jetzt spielen lässt. Und trotzdem, wenn man drauf achtet, merkt man immer wieder, dass er den Spielern sehr viel kreative Freiheit gibt, was den Abschluss angeht. Also er mischt sich nicht ein oder kritisiert nicht, wenn einer zu früh schießt. Er kritisiert auch keine, ich sag mal jetzt, Risikobälle, die jetzt, weiß ich nicht, 20 Meter vorm Tor gespielt werden. Nein, das möchte er, dass die Spieler dann, also so kommt es mir zumindest vor, dass die Spieler dann eigenwillig oder eigenmächtig vorm Tor entscheiden, was jetzt der beste Weg ist, um letzten Endes dann halt einen Treffer zu erzielen. Und von daher, das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, ist eigentlich grandios, wie er mit den Spielern kommuniziert. Ich hoffe, dass er auch die richtigen Leute dann jetzt an der Hand hat, die ihm das dann auch danken und vielleicht dann auch mal einen Misserfolg verzeihen, beziehungsweise wenn er dann mal härter mit ihnen ins Gericht geht, dann nicht gleich beleidigt ist. Dass sie nicht gleich beleidigt sind wie so ein kleines Kind. Ich denke, das muss man auch mal ab. Wir haben auf Arbeit ja mit ähnlichen Umständen ab und zu mal zu tun. Also von daher kann man das, denke ich mal, auch von einem Fußballprofi erwarten. Ja, absolut. So, dann, ja. Ich gehe jetzt kurz auf Toilette und dann haben wir noch 15 Minuten, um die Aufstellung zu besprechen. Dann mal gucken, ob ich das schaffe. Ich kenne das so lange. Pass auf, ich rede einfach weiter. Ist mir egal. Und zwar erzähle ich so lange wieder etwas, was ihr so lange tun könnt. Sebastians Pipi-Pausen sind natürlich hier immer willkommen. Und ja, komm, also ich habe es jetzt echt lange. Ach, du bist doch gar nicht weg. Du bist doch gar nicht weg. Ich dachte, du bist schon. Entschuldigung, wenn du mich jetzt wegschickst, dann gehe ich jetzt. Ich wollte hier wieder bis gleich die Zeit nutzen, um dann nachher keinen Schnitt in der Aufnahme zu haben und euch jetzt wieder das zu erzählen, was andere Podcasts zu Beginn oder am Ende ihrer Podcast-Folgen unterbringen, nämlich die höfliche Bitte, doch auf iTunes oder auf YouTube diesen Podcast zu bewerten, beziehungsweise einen Daumen da zu lassen. Also das hilft, wie gesagt, immer diesen ganzen Podcasts, nicht nur uns, um halt besser gefunden zu werden und relevanter zu werden. So könnte man es auch ausdrücken. Ja, wo findet man STR? In den sozialen Medien. Ist das richtig? Ja, ich glaube, man kann das so ausdrücken. Natürlich auf Instagram @VfBSTR, auf Twitter @VfBSTR und auf Facebook @VF3STR. Das sind so die Hauptkanäle, die ich bespiele. Ich bin ganz ehrlich,
Twitter und Instagram und Facebook findet bei mir nicht allzu häufig statt. Also ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass da wirklich nur die aktuellen Folgen dann letzten Endes gepostet werden. Ab und zu gibt's auch mal ein Bildchen von irgendwas im Interessanten, was ich jetzt gerade irgendwie entdeckt habe, aber dann doch eher selten. Das meiste spielt sich auf Twitter ab. Natürlich, wenn die Kanäle von euch höher frequentiert werden, sprich Facebook und Instagram, dann werden wir da mit Sicherheit auch aktiver werden. Auf YouTube könnt ihr natürlich gerne unsere Folgen auch verfolgen und euch anhören eben oder kommentieren. Da gibt es dann das Kommentarfeld, das es ja auf vfbstr.de nicht gibt. Habe ich mir so überlegt, dass ich da nicht irgendwelche DSGVO-Richtlinien mit berücksichtigen muss. Deswegen gibt es die Kommentarfunktion letzten Endes dann wirklich nur über die sozialen Medienkanäle und über YouTube. Also wem daran ist, mit uns dann in direkten Kontakt zu treten, empfehle ich dann eben einen dieser Kanäle aufzusuchen. So, ich hoffe, der Sebastian ist schon da. Wenn nicht, dann kann ich euch noch erzählen, dass Nico Gonzalez für das Spiel gegen Hannover ausfällt. Das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg. Das weiß der Sebastian sowieso, ihr wahrscheinlich auch. Aber für alle, die das nicht mitbekommen haben, der gute Nico Gonzalez darf für sein Heimatland Argentinien bei den Panamerikanischen Spielen teilnehmen und wird da mit der argentinischen U23 ein kleines Fußballturnier bestreiten. Diese Panamerikanischen Spiele finden vom 26.07. bis 11.08. in Lima statt und Nico Gonzalez trifft mit der argentinischen U23 Nationalmannschaft am 29.07. auf Ecuador, am 1.08. auf Mexiko und am 4.07. auf Panama. Das heißt, er wäre frühestens, frühestens am 5.08. wieder in Stuttgart, fährt damit also sicher gegen Hannover und gegen Heidenheim. Sollte sich die argentinische U23 für das Halbfinale qualifizieren, wäre Nico Gonzalez frühestens wieder zum Heimspiel gegen St. Pauli hier in Stuttgart. Also er fällt jetzt wirklich einige Zeit aus. Müssen wir mal gucken, wie das für Argentinien jetzt läuft bei diesen panamerikanischen Spielen. Ich habe etwas knistern gehört und das deutet darauf hin, dass der Sebastian wieder da ist. Genau, da bin ich schon wieder. Super. Ich habe Dinge untergebracht, die sonst nur Zeit fressen würden und die Viertelstunde läuft ab jetzt, denn jetzt kommen wir zu unserer neuen Rubrik und zwar den Startelf-Tipp. Wir haben uns überlegt, wir müssen uns etwas mehr festlegen auf einfach verwertbare Aussagen und müssen euch noch Mehrwert bieten, dass ihr regelmäßig reinhört. Also, und da haben wir uns gedacht, wir werden jetzt jeder immer eine Startelf tippen und dann am Ende der Saison mal vergleichen, wer am häufigsten im Recht hatte mit seinem Startelf-Tipp. Müssen nochmal dazu sagen, wir nehmen diese Ausgabe hier am Montagabend auf. Sollte sich jetzt irgendjemand noch nachträglich verletzen, dann haben wir natürlich Pech, muss man ganz ehrlich so sagen. Übrigens, verletzen kann man auch noch kurz anführen. Ich habe mir am Samstag das Testspiel von Hannover 96 gegen Groningen angeguckt und muss ganz ehrlich sagen, also wirklich überzeugt hat mich Hannover 96 nicht. Eine sehr biedere Spielweise. Also direkt Angst habe ich nicht bekommen, aber ich wollte ja auf Verletzungen zu sprechen kommen. Cedric Teuchert, ein doch sehr wichtiger Spieler für Mirko Slomka in der bevorstehenden Zweitligasaison, hat sich muskulär verletzt am Oberschenkel, wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit für das Spiel am Freitag ausfallen. Auch wenn es für den Spieler schade ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass Cedric Teuchert nicht seinen Siegeszug in der zweiten Liga fortsetzen kann. So, aber jetzt kommen wir zum Startelf-Tipp, lieber Sebastian. Ich hoffe, du hast dir Gedanken gemacht. Ich habe mir natürlich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie das so halt meine Art ist, dass ich dann stundenlang darüber grübel. Naja, ganz so schlimm war es nicht, aber ein paar Minuten war es schon, wer jetzt wo spielt und wie das System aussieht. Wie machen wir das? Wird jeder jetzt hier einfach mal eine Kette sozusagen präsentieren oder? Nee, am besten. Ja, wir gehen, glaube ich, das so reihenweise durch. Ne? Unser okay. Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Und vorausschicken möchte ich, weißt du, wie viele Spieler meiner persönlich prognostizierten Startelf jetzt für den Freitag auch in der Startelf gegen Union Berlin standen im Rückspiel der Relegation? Okay, da muss ich natürlich schätzen. 2. 0. Das ist so direkt mal interessant. Also, ich sag dir jetzt nicht, welche ich auf der Rechnung hatte oder auf dem Zettel hatte. Sag ich dir danach. Dann fang mal an mit dem Torwart. Wer ist denn dabei? Torwart ist mir eigentlich klar, das wird Gregi Kobel sein. Ja, da gehe ich absolut mit. Ich muss dazu vielleicht noch kurz sagen, dass ich Bredlo auch nicht schlecht fand, aber
Der hatte hier und da mal eine kleine Unsicherheit mit dabei, ist zwar bereit, dieses Risiko einzugehen, das Tim Walter von seinen Torhütern verlangt, aber ich glaube, ja, die kleinen Wackler, die er drinne hatte, die haben dazu geführt, dass vielleicht sein Selbstvertrauen etwas gelitten hat und er in manchen Situationen nicht ganz so glücklich aussieht oder zumindest einem kurz das Herz stehen bleibt, und da habe ich bei Kobel das bessere Gefühl. Dann mache ich einfach direkt weiter mit dem Linksverteidiger. Dann können wir uns so immer hin und her spielen. Und du hast keinen Nachteil. So, nicht, dass du dann immer vorlegen musst und ich kann dann nachlegen. Es geht ja hier um alles. Haben wir ja schon festgelegt. Das Rückspiel quasi zu Hause. Ja. Ja. So. Also auf der Linksverteidigerposition tue ich mich wirklich am schwersten. Also von allen Positionen, ja, absolut, ja. Ja, ist das für mich ein absolut offener Dreikampf. Wären die letzten beiden Testspiele nicht gewesen, wäre ich so weit gegangen und hätte gesagt, Krötzinger spielt von Anfang an gegen Hannover 96, aber ja, er hat jetzt zuletzt wirklich immer mal wieder kleine Schwächen offenbart, und ich glaube nicht, dass Tim Walter bereit ist, dieses Risiko einzugehen. Emiliano Insua ist weiterhin angeschlagen, deswegen könnte es sein, dass es für ihn einfach jetzt ja von der Fitness her nicht ganz reicht. Er hat ja auch die Vorbereitung, das erste Trainingslager nicht mitmachen können, damals wegen familiärer Probleme, wir erinnern uns. Deswegen sehe ich da Borna vorne und sage, Borna Sosa wird als Linksverteidiger beginnen. Ist er denn komplett fit? Jo, der ist fit, Borna Sosa. Warte mal, der war vor dem letzten Testspiel gegen Freiburg war er verletzt, ne? Weil ich gerade noch mal. Der ist auch umgeknickt. Vom 7. Juli war die Meldung. Genau, der ist auch umgeknickt im Training, so wie viele Spieler in St. Gallen. Und Gott sei Dank war es bei Sosa ähnlich wie bei Massimo nicht so schlimm, wie es zunächst aussah. Also der ist fit und kann auch spielen. Stand Montag 20.48 Uhr. Genau. Und also ich habe jetzt mal in meiner Aufstellung habe ich mal David Krötzinger auf links, aber ich glaube auch, dass Krötzinger Sosa irgendwie so eine 50-50-Sache ist, Insua eher so ein Ticken dahinter noch ist, auch weil er halt ja so von seiner ganzen Veranlagung, vom Alter her und überhaupt nicht so der Walter-Typ ist. Deswegen sehe ich das so bei 50-50 und da Tim Walter auf jeden Fall zumindest mal einen aus der eigenen Jugend ins kalte Wasser werfen möchte, sehe ich als Linksverteidiger David Krötzinger. Ah, okay, da haben wir hier schon die erste Position, wo wir uns unterscheiden. Und ich kann noch dazu sagen, wer das jetzt alles vielleicht nicht so ganz mitverfolgen kann, weil wir so viel reden und dann immer wieder neue Namen nennen. Boah, die reden so viel in dem scheiß Podcast. Ne? Wir werden das später grafisch auf vfbstr.de euch zur Verfügung stellen. Wirklich so richtig wie so ein Sky, habe ich dem Sebastian auf WhatsApp geschrieben. Also schaut da mal vorbei und begutachtet meine Grafikqualitäten. So, kommen wir zum Rechtsverteidiger. Ich glaube, da geht es relativ fix für uns beide. Also ich lege mal vor mit Stenzel. Ja, das hatten wir eben schon. Da haben wir jetzt ja nicht so viel Auswahl. Ne? Und Stenzel hat es in den Testspielen, was ich gesehen habe, relativ gut gemacht. Ja. Das ist, glaube ich, so eine der sichersten Positionen für Hannover in der Startelf. Wahrscheinlich habe ich jetzt Unrecht, aber so gefühlt ist das irgendwie safe bet, also das Stenzel Rechtsverteidiger spielt. So, dann Innenverteidigung. Also ich spiele mit einem 4-4-2-System, kann ich schon mal verraten. Ich denke mal, du wirst auch mit einer Viererkette agieren. Ja, 4-4-2 okay. mit Raute ist, glaube ich, so Walter-Style, ne? Also würde ich auch drauf wetten. So geht es zumindest mal los. Danach finden eigentlich alle Systeme auf dem Platz statt, die sich FIFA jemals überlegt hat. Also das Computerspiel. Alles, ja. Gut, wen hast du denn da in der Innenverteidigung? Also ich würde sagen, Marc-Oliver Kempf ist für mich gesetzt, also einmal, weil er halt sich entschlossen hat, beim VfB zu bleiben, also da wird man auch gesagt haben, hey, du spielst eine wichtige Rolle. Er hat, glaube ich, zweimal die Kapitänsbinde getragen, deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er am Freitag dann den VfB als Spielführer aufs Feld führen wird. Also Kempf ist für mich in der Innenverteidigung auch gesetzt, auf jeden Fall. Stimmt, der hat ja gar nicht angefangen gegen Berlin. Ich habe gerade überlegt, hat er nicht. Du hast absolut recht. Ist bei mir übrigens auch gesetzt. Ich kann auch den zweiten gleich hinterher schieben. Das ist Marcin Kaminski, der für mich eine grandiose Vorbereitung gespielt hat, nachdem es ja lange danach aussah, dass er nach Düsseldorf zurückkehren würde nach seiner Leihe. Ich finde, er hat es wirklich richtig gut gemacht. Avucha ist für mich auch jemand, der nah dran ist an der Startelf, weil er für mich wirklich den Typus Innenverteidiger verkörpert, den sich Tim Walter wünscht. Aber es fehlt hier und da noch so ein bisschen diese Sicherheit, die dann Kempf sowieso ausstrahlt. Aber Kempf ist für mich eher der Innenverteidiger, der hinten bleibt. Kaminski ist dann der Innenverteidiger, der sich mit nach vorne einschaltet. Und da sehe ich halt Kaminski klar vor Avucha. Deswegen ist der KK
sind ja, die KKs. Ja, der KK Infeld, glaube ich, auch. Also Kaminski wird auch spielen, ne? Dass sie ihn ja dann doch nicht haben nach Düsseldorf gehen lassen, spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass man mit ihm plant. Und bitter finde ich halt nur, dass halt dann Inter Kempf, Kaminski, Avucha, dann jemand wie Bartstuber dann echt Innenverteidiger Nummer 4 ist, über Timo Baumgartel, der vermutlich am Freitag gar nicht mehr Angestellter des VfB sein könnte, haben wir noch gar nicht gesprochen, weil er auch Trainingsrückstand hätte, selbst wenn er noch da bleibt. Aber dass dann halt so ein Großverdiener wie Bartstuber halt dann nur noch Innenverteidiger Nummer 4 ist, ist halt dann auch bitter. Aber ja, Kempf Kaminski ist auch meine Innenverteidigung. So, jetzt wird es spektakulär, denn jetzt ist unglaublich viel möglich. Die Raute. Ja. Ja, die Raute zu besetzen ist wirklich für mich echt extrem schwer. Wir können ja mal mit der 6 anfangen. Defensives Mittelfeld. Ich wage mich mal aus der Deckung und sage, dass Santiago Ascasiba da den Vorzug bekommen wird für Orel Mangala. Aber also für mich gibt's halt 3 Sechser, die alle fast gleich gut sind, aber unterschiedliche Qualitäten dann wiederum haben. Natürlich, Orel Mangala ist ein Spieler, der unglaublich pressingresistent ist. Das ist eigentlich jemand, den möchtest du auf dem Platz haben, um dann so eine gewisse Ruhe und Kontrolle auszustrahlen. Also von daher ist es schon ein Spieler, den ich prinzipiell bevorzuge. Aber Santiago Ascasiba bringt dann halt wiederum seine Galligkeit noch mit ins Spiel. Und diese Zweikampfhärte, die bei Mangala durchaus vorhanden ist, aber brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten, dass Ascasiba einfach dann nochmal einfach eine Schippe drauflegen kann auf das, was ein Mangala in Zweikampf zu bieten hat. Und dann haben wir natürlich noch Atakan Karazor, der für mich jetzt durch seine Verletzung so ein Stück weit zurückgeworfen wurde, eigentlich über lange Strecken eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat, auch ziemlich schnell als der verlangte Arm von Tim Walter bezeichnet wurde und mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Mal in der Startelf stehen wird. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn er jetzt gegen Hannover sogar anfangen darf, aber einfach so von dem, was ich jetzt zuletzt gesehen habe, glaube ich, dass Santiago Ascasiba der Sechser sein wird im Spiel gegen Hannover und Mangala und Karazor sich erstmal mit der Reservistenrolle anfreunden müssen. Wie siehst du es da auf der Sechs? Also ich hab da tatsächlich Mangala auch vor dem Hintergrund, dass man nicht genau weiß, ob es mit Santi halt weitergeht, ne, oder ob der noch wechselt. Und bei Mangala weißt du halt safe, der wird die Saison mit dem VfB spielen. Und deswegen habe ich so weh mir das auch tut, weil ich wirklich ganz, ganz großer Fan bin, habe ich Ascasiba nicht in meiner Startelf, sondern ich habe Mangala. Also auf der 6. Kann ich sehr gut nachvollziehen, wie gesagt. Also ich liebe diese Ruhe, die der ausstrahlt, wenn er den Ball hat. Da ist Ascasiba natürlich deutlich fahriger. Also was das Spielerische angeht, ist Mangala für mich der bessere und was die Zweikampfhärte vor allem angeht. Und dann natürlich auch die Angst des ein oder anderen Offensivspielers gegen Ascasiba vielleicht in den Zweikampf zu gehen, ist mir dann eben der Argentinier lieber. Aber gut, das ist für mich jetzt alles gut. Also egal, wer von den dreien dann spielt. Ich glaube, im Mittelfeld haben wir eh keine großen Probleme. Sieht nicht danach aus. Ja. Dann kommen wir sollen wir dann den Zehner wählen als nächstes? Dann bilden wir so eine Linie oder kommen... Ja. Ja, machen wir das so, dann wage ich mich wieder mal aus der Deckung und sage, Daniel Didavi wird von Beginn an auf der 10 spielen. Wenn er fit ist, dann spielt er. Also wird vielleicht nicht so häufig vorkommen, aber sehe ich auch so, der wird sicher spielen. Er hat ja auch wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt, hat vor allem dann auch, von meinem Eindruck, was die Mentalität angeht, eine ganz andere Körpersprache gehabt als noch unter Weinzierl und Korkut. Also das war gefühlten Neuzugang. Ich hoffe, er kann das aufrechterhalten, bleibt gesund. Dann ist er auf jeden Fall eine extreme Bereicherung für diese Mannschaft. Und um das schon vorwegzunehmen, er ist halt der ideale Spieler. Also das hat man bei Tim Walter immer wieder gesehen. Wenn er mit zwei Stürmern vorne spielt, ist ein Stürmer in der Regel dafür da, vorne in den Angriffsreihen das Spiel breit zu machen. Und dann stößt praktisch der Zehner mit zu dem zweiten Stürmer dazu. Ja, und das ist halt Daniel Didavi prädestiniert für. Vielleicht noch ein Philipp Clement, den ich da auch sehe, der natürlich jetzt durch seine Verletzungen auch wieder so ein Stück zurückgeworfen wurde, aber unheimlich torgefährlich. Also das ist auch jemand, den sehe ich da nicht weit hinter Didavi, aber ich kann schon verraten, für Philipp Clement habe ich noch einen anderen Platz in meiner Startelf gefunden. Dann gehen wir auch direkt schon aufs linke Mittelfeld und dann kann ich das ja auch sagen. Für mich ist Philipp Clement der Mann, der dann im linken Mittelfeld beginnen wird gegen Hannover 96. Ja, also ich halte wirklich sehr, sehr viel von Philipp Clement. Wir haben noch nicht so viel jetzt von ihm sehen können im Stuttgart-Trikot, aber das, was ich bis jetzt sehen durfte, gerade auch sein grandioser
ja, seine grandiose Vorarbeit zum Gomez-Treffer, zum 2:0, ja, wie er da einfach richtig antizipiert, den Laufweg geht, den Ball abfängt, sich dann gegen mehrere Freiburger durchsetzt, den richtigen Ball spielt, das ist so eine gewisse Spielintelligenz, so ein Feeling, das kannst du, glaube ich, nicht erlernen, und der muss für mich von Beginn an im Spiel sein. Deswegen linkes Mittelfeld, Philipp Clement bei mir. Ja, also Clement habe ich auch in der Startelf. Also entweder Karasor oder Clement, er wird, glaube ich, einen reinwerfen, der halt so Zweitliga-Erfahrung hat und weiß, wie Speed da läuft. Und das ist für mich auch Philipp Clement, gar keine Frage. Seite links oder rechts? Das kommt drauf an. Wer spielt denn auf seiner anderen Seite? Nee, jetzt musst du mal vorlegen. Also ich sehe Gonzalo Castro noch in der Startelf. Okay, den habe ich auf rechts. Also wir können sozusagen dann beide hier das gleiche Mittelfeld bieten, außer dass genau, du also können Mangala, wir uns auf jeden ja. Fall einigen. Also du hast dann irgendwie Askar Sieber vielleicht auf der 6, ich habe da Mangala, ja. Aber dann halt, der Rest ist halt Castro, Clement und die Davi. Da sind wir uns dann, glaube ich, relativ einig, dass die das dann machen sollten. Ob sie es dann machen werden, ist eine andere Frage. So sieht's aus. Dann bleibt noch der Sturm über. Leider Gottes hat es jetzt da ja so ein bisschen Aderlass gegeben mit der Verletzung von dem guten Sascha Kalajdzic. Und es stehen für mich jetzt eigentlich 5 Spieler zur Auswahl, die da spielen können. Das ist zum einen Al-Ghadoui, der eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Ich weiß, ich habe das jetzt mehrfach gesagt, aber es trifft halt einfach auch auf Al-Ghadoui zu. Mario Gomez, der auch ganz ordentlich daherkam, muss man sagen. Tassos Donis wäre auch eine Option, der allerdings viel verletzt war in der Vorbereitung und ja auch schon so gut wie weg ist, wenn man den Berichten der letzten Stunden Glauben schenken darf. Dann gibt's noch Diego Klimovic, der durchaus auch im Sturm eingesetzt werden kann, und Tanguy Koulibaly, der ja auch noch eine Möglichkeit wäre. Ja, Sebastian, wen hast du bei dir im Sturm? Also ich als Tim Walter spiele am Freitag mit Doppel-Ochsensturm, Gomez und Al-Ghadoui. Ja, ich genauso, und ich genau was du gesagt hast, ich freue mich wirklich darauf, dass es vielleicht ähnlich funktionieren könnte wie im Ochsensturm. Damals mit mit Gomez und mit Daniel Ginczek. Das hat halt super funktioniert, weil Ginczek genau der Spieler war, der Gomez die Räume geschafft hat mit seiner Umtriebigkeit und ja, auch mit seiner Zweikampfhärte. Und ich glaube, dass Al-Ghadoui ein ähnlicher Typus ist wie Daniel Ginczek. Also das könnte wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Mir wäre es lieber gewesen mit Kalajdzic. Das kann ich dich auch mal fragen. Hätte sich Kalajdzic nicht verletzt, wäre er bei dir in der Startelf? Oder? Ja, absolut. Also für mich wäre das echt so der Königstransfer gewesen. Also mit dem auf jeden Fall startet und dann guckt, ob die Hoffnung, die man in ihn gesetzt hat, berechtigt sind. Aber für mich wäre dann Kalajdzic gesetzt gewesen und alle anderen spielen halt quasi dann unter sich den zweiten Stürmerposten aus. Und jetzt können halt dann die ganzen Nummer 2s, einer von uns der Nummer 1, halt gucken, also zeigen, was sie können. Der wäre für mich gesetzt gewesen. Also die kompletten Startelfs, wenn das die richtige Mehrzahl ist, könnt ihr auf vfpsdr.de euch nochmal angucken und natürlich dann auch sehen, wer von uns beiden jetzt richtig lag, Sebastian oder ich. Zum Schluss dieses kleinen Fußballsegments möchte ich von dir noch einen Tipp, ich werde natürlich auch einen abgeben, wo landet der VfB am 34. Spieltag dieser Zweitligasaison? Ach Gott, ich dachte, du fragst mich jetzt, wie sie am Freitagabend gegen Hannover spielen. Nee, das habe ich mir komplett abgewöhnt. Nie Tipps abgeben, das bringt gar nichts. Wenn du richtig liegst, sagen alle, ja gut, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn, hast du richtig geraten. Und wenn du falsch liegst, bist du der letzte Idiot und hast keine Ahnung. Also, du kannst hier nie gewinnen. Aber ich kann schon mal verraten, ich habe hier neben mir alle Utensilien liegen, um jemand anderen in Zukunft Spiele tippen zu lassen. Ich hoffe, ich bekomme das so hin, dass es meinen hohen Anforderungen genügt. Also schaut dann vielleicht mal am Donnerstag oder Freitag auf VfBSTR oder @VfBSTR auf Twitter, Instagram und VfB3STR auf Facebook vorbei. So, aber jetzt dein Tabellenplatz-Tipp. Eins, ne? Also wenn du fragst, der Meister wird. Nee, aber das muss ja echt das Ziel sein, weil wenn ich sehe, mit welchen Ansprüchen wir dann halt reingehen und welches Spielermaterial wir noch haben, und dann hast du die Konkurrenten mit Hannover und Mirko Slomka, und nee, also ich glaube, das muss echt schon das Ziel sein. Also ich bin
auch zufrieden, wenn wir überhaupt aufsteigen, auch wenn es nicht als Erster sein sollte. Und oh Gott, ich bin auch zufrieden, wenn wir vielleicht nicht aufsteigen, aber man sieht, hey, da entwickelt sich was, ne? Und der Trainer und der Sportdirektor und der Sportvorstand bekommen halt dann auch wirklich das Signal, oder der Trainer bekommt vom Sportvorstand das Signal, so rum ist ja eigentlich, hey, du hast Zeit und wir merken, da entwickelt sich was und du hast halt dann nicht unbedingt diesen brutalen Ergebnisdruck. Ja, und zur Not gehen dann halt auch so HSV-mäßig zwei Saisons in der zweiten Liga, weil wir merken, da entsteht was. Aber ich glaube schon, also am Ende der Saison Platz 1 könnte möglich sein, ist mein Tipp. Meister. Ja, ich lege mich da genauso wie du fest und sage, wir werden Erster. Man muss mutig vorangehen, Ziele definieren und da bin ich genau der Richtige. Platz 1 und wir werden nicht erst am 34. Spieltag aufsteigen, sondern schon davor. Ich glaube, am 30. oder am 31. Spielen wir ja auswärts in Karlsruhe. Das wäre eigentlich ein schöner Termin, um die Meisterschaft fix zu machen. Ja, da freue ich mich schon. Das kommt komplett unbescheiden rüber, oder? Nö, zu Recht, finde ich. Unser Präsident, unser ehemaliger Präsident hat uns das vorgelebt. So, ja, absolut, ja, das ist ja, ja. Können wir jetzt noch ein 5-Minuten-Transfer-Update-Segment schnell durchrammeln? Du, das weiß ich nicht, ich muss kurz auf die Uhr gucken, aber ich glaube, ja. Ich mach ganz schnell. 1:36. Ja, du hast jetzt noch 3 Minuten, hätten wir 100 Minuten dann geschafft. Okay, ich fasse es wirklich nur zusammen und frage gar nicht, was du davon hältst und werde auch meine Meinung dazu zurückhalten. Einfach nur ganz kurz, damit wir es halt erwähnt haben, weil wir haben ja gesagt, wir wollen die Transfers immer in jeder Ausgabe mit erwähnen, so dass ihr auf dem Aktuellen seid und den Überblick nicht verliert. Also, erste Transfermeldung, Leon Dayaku wechselt zum FC Bayern München. Das wurde letzte Woche schon bekannt gegeben aufgrund der Mitgliederversammlung und unserer 3-Stunden-Folge zum Thema Ausgliederung, zum Thema Mitgliederversammlung haben wir das außen vor gelassen. Jetzt nehme ich es mit rein. Wie gesagt, Dayaku war 5 Jahre beim VfB, war zuvor in Waibling, ist dann eben ein bisschen unglücklich geworden mit seiner neuen Rolle beim VfB Stuttgart. Er sollte ja in die Oberliga gehen, um die nötige Zweikampfhärte oder Wettkampfhärte sich anzueignen. Das hat ihm nicht so gut gefallen und gerade seinem Berater Kevin Gourani hat es überhaupt nicht gefallen und dann kam es eben dazu, dass der Vertrag beim VfB Stuttgart, der eigentlich bis 2022 lief, beendet wurde. Der FC Bayern München zahlt 1,5 Millionen Ablöse für den Spieler. In München unterschreibt Dayaku einen neuen Vertrag bis 2023. Sven Mislintat hat dazu gesagt, nach intensiven Gesprächen mit Leon und dem FC Bayern haben wir uns dazu entschieden, Leons Wunsch zu entsprechen und dem Wechsel zuzustimmen. Er hat das gestern bei SWR Sport nochmal ein bisschen anders ausgedrückt. Ich fasse es jetzt mal in meinen Worten zusammen. Der Typ hat keinen Bock gehabt, hier beim VfB, sag ich mal, die normale harte Schule zu durchlaufen und sieht sich zu höheren Berufen und sein Berater hat ihm da auch ordentlich, zu verstehen gegeben, dass er zu viel höheren Berufen sei und deswegen ist er zum FC Bayern gewechselt. So kann man es, denke ich mal, zusammenfassen. So, und dann kommen wir schon zum nächsten, den ganzen Mist hier mit Kevin Gourani lasse ich jetzt mal außen vor. David Kopacz hat uns auch verlassen, das wird vielen gar nicht aufgefallen sein, weil allzu oft ist er ja für den VfB bislang noch nicht in Erscheinung getreten, zumindest nicht für die Profimannschaft. Er wird verliehen nach Polen und jetzt wird es schwierig, und zwar nach Górnik Zabrze. So wird es, glaube ich, ausgesprochen, Górnik Zabrze. Kein Scheiß, ich habe dann extra eine polnische Freundin angerufen und habe sie gefragt, wie man das richtig ausspricht. Und sie hat es mir so, vielleicht sage ich gerade irgendwie ein ganz schlimmes Schimpfwort auf Polnisch, aber sie meint Górnik. So Franco-Foda-mäßig oder so, ja, ja. Górnik Zabrze, so heißt der Verein. Und ja, da wird David Kopacz jetzt hinverliehen, um halt einfach regelmäßig spielen zu können und um sich zu verbessern. Dann sind wir schon mit den feststehenden Transfers durch und können ganz kurz noch 3 Gerüchte ansprechen. Zum einen Timo Baumgartl, Sebastian hat es vorhin schon erwähnt, der scheint nach Holland wechseln zu wollen, beziehungsweise in die Niederlande, und zwar zum Vizemeister in der Niederlande, nämlich zum PSV Eindhoven. Die seien wohl bereit, 10 Millionen für den VfB zu bezahlen, beziehungsweise man tritt jetzt wohl in Verhandlungen mit dem VfB. Und wenn ich Sven Mislintat richtig verstanden habe gestern bei SWR Sport, dann weiß Timo Baumgartels Berater, ja, was die Wechselbedingungen sind, und ja, da gibt's halt gerüchteweise diese 10 Millionen Euro, die da im Raum stehen, die ein möglicher Interessent bezahlen muss, um Timo Baumgartl vom VfB abkaufen zu dürfen. Spieler und Eindhoven, also Spieler und Verein, seien sich wohl auch schon einig, aber da hat Sven Mislintat auch gesagt, ja, das interessiert ihn eigentlich relativ wenig, ob sich ein Spieler und der Verein geeinigt haben. Entscheidend ist immer noch, ob wir uns mit dem anderen Verein einigen können. Mal gucken, ich denke mal, da wird es in nicht allzu ferner Zukunft
Neuigkeiten zu geben. So, Anastasius. Genau, Fun Fact wäre, wenn ich es kurz einwerfen darf, dass, wenn der Wechsel zustande kommt, würde Timo Baumgartl bei Eindhoven der Nachfolger von Daniel Schwab. Ja, dem großen Daniel Schwab, sagt man, glaube ich, hier in Stuttgart mittlerweile. Ja, ich meine, er hat ein Muster, ne? Du wechselst zum Absteiger zum Champions League Teilnehmer beziehungsweise Champions League Qualifikationsteilnehmer. Also schon Aufstieg, also ganz. Ja, ich werde nie vergessen, als ich Daniel Schwab in der Champions League damals spielen sehen habe und dachte, das kann ja echt nicht wahr sein. Das spielt der Champions League. Wir steigen ab und dann guckst du, machst irgendwie eine Sky an, guckst Champions League und dann hast du auf dem einen Kanal Daniel Schwab und auf dem anderen Adam Luschek. Das war völlig surreal. Tja, es hätte alles so schön sein können beim VfB. Sei es drum, erst nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dann geht's richtig. Übernächstes Jahr, dann wird Champions League. Ich vergessen, Dietrichs Aussage, die steht natürlich weiterhin. Ja. So, Tassos Donis, den zieht es angeblich nach Moskau. Man hat sich offensichtlich, ja, diese diversen Verlage, die über solche Wechsel dann immer wieder diskutieren, noch nicht so ganz geeinigt. Möchte er zu Spartak Moskau oder zu Dynamo Moskau? Vielleicht haben auch beide Vereine Interesse, aber ich habe alles gelesen. Sebastian, Spartak, Dynamo, alles. Ich habe auch gelesen, dass sein Berater gesagt hat, nö, stimmt nicht, er wechselt nicht zu Spartak Moskau, was natürlich nicht heißt, dass er nicht zu Dynamo Moskau wechselt. Ja, oder Torpedo Moskau, also das, wir haben ja Glückvereine da in Moskau. ZSKA, ne? Moskau, also da gibt es einiges an möglichen Optionen, die Anastasios Donis wahrnehmen könnte im kalten Moskau. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Donis da das total super, aufgeht. Ja. Ich meine, seine Partnerin, ohne jetzt irgendwie gemein sein zu wollen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die sich da wirklich wohl fühlt. Das meint ja wirklich nicht abwertend oder so, aber Moskau ist halt schon so eine VIP-Stadt, muss man ja schon so sagen. Also da wird einfach geklotzt und nicht gekleckert. Und ich könnte mir vorstellen, dass die sich da ganz wohl fühlt. Also vielleicht hat die auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ich finde, es wird hier interessant, wenn man sich überlegt, was angeblich welcher moskauitischer Verein, ist das richtig, Interesse hat an Donis, wird es interessant, welche Ablöse da aktuell im Raum steht. 10 bis 11 Millionen Euro. Das kann ich überhaupt nicht glauben, dass jemand bereit ist, so viel Geld für Anastasios Donis zu bezahlen. Ja, zumal ja niemand die Option, die ja offensichtlich bei 13 war, niemand gezogen hat, ist dann natürlich 11 frei verhandelbar, auch relativ viel einfach, ne? Aber ich würde sagen, also so sehr ich ihn auch mag und auf dem Platz auch sehe und denke immer, hey, der, auch wenn er halt irgendwie 3 Spiele Kacke spielt und dann wieder 1 überragend, also dafür kann man ihn wirklich feiern. Klar, wenn der VfB für ihn irgendwie einen zweistelligen Millionenbetrag einnehmen könnte, sollte man die Option definitiv wahrnehmen. Ich übernehme hier kurz für Sven Mislintat. Liebe Moskowiter, für 10 Millionen kriegt ihr den Bartschuber noch dazu. Deal oder nicht? So, habe ich kurz geklärt. Die Sache, meldet euch einfach bis morgen 12 Uhr. Ich glaube, bei Russen ist immer wichtig, dass man Ultimaten setzt. Ja, definitiv. Ja. Okay, also müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Übrigens, einen Satz muss ich doch noch erwähnen zu Tassos Donis, den ich heute auch getwittert habe und den ich auch wieder sehr vielsagend fand. Und zwar von Tim Walter, der nach dem Testspiel gegen Basel über Tassos Donis sagte, er hatte 2-3 gute Aktionen, aber zum Fußball gehören mehr Aktionen und auch das Verteidigen. Und hier ist natürlich der Punkt, wir haben es jetzt gehört von Tim Walter. Wir haben es gehört von, wie hieß er denn, Markus Weinz hier. Wir haben es gehört von Taifun Korkut und von Hannes Wolf. Der Herr Donis hat offensichtlich ein Problem damit, nach hinten zu arbeiten und zu verteidigen. Sein Defensivverhalten ist nicht das Beste. Und wenn das 3 Trainer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sagen, dann weiß ich nicht, ob der Spieler uns doch weiterbringt. Und dann ist es vielleicht auch besser, wenn man sich trennt. Ich würde es für mich so zusammenfassen. Zu viel Wahnsinn, zu wenig Genie und von daher kann Anastasios Donis gerne wechseln. Habe ich kein Problem mit. Vielleicht es mir tut. Weil er hat natürlich Qualität, keine Frage. Aber die reicht halt dann unterm Strich nicht aus. So, dann sind wir fast durch. Kaminski haben wir gerade eben schon angesprochen. Stuttgart lehnte die letzten Angebote von Düsseldorf ab. Man möchte, dass Kaminski in Stuttgart bleibt. Kaminski ist auch definitiv nicht mehr abgeneigt. Also zum einen verdient er besser, zum anderen versteht er sich mit Tim Walter wohl relativ gut und es scheint wirklich da jetzt relativ klar zu sein, dass Marcin Kaminski auch ein weiteres Jahr hier für den VfB Stuttgart spielen wird. Darüber freue ich mich sehr, weil ich fand, also der hat einen Riesensprung gemacht im Vergleich zu seinen ersten beiden Jahren in Stuttgart, also das Jahr in Düsseldorf, hat ihm wirklich gut getan. Sehr selbstbewusster Spieler, inzwischen unheimlich ballsicher, also auf den freue ich mich sehr in der kommenden Zweitligasaison. Und Shadrack Akolo wird uns sehr wahrscheinlich auch nicht verlassen, denn der schon eigentlich mehr oder weniger als sicher vermeldete Transfer nach Nürnberg ist wohl geplatzt. Und Akolo war auch heute zum ersten Mal wieder in Stuttgart, hat nach seinem Gastspiel beim Afrika Cup wieder mit der Mannschaft trainiert, ist also theoretisch eine Option für Freitag. Und ich glaube weiterhin an den Spieler und ich glaube auch, dass er in der zweiten Liga eine durchaus
beachtbare Rolle spielen könnte für den VfB. Erinnert euch an die aus meiner Sicht guten Spiele, die er zum Schluss hin der Bundesliga-Saison für den VfB bestritten hat. Also den würde ich noch nicht abschreiben. Das ist für mich noch kein Fehleinkauf oder dergleichen. Da kann schon noch was passieren. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. So, Sebastian, ich habe alle Transfermeldungen und Gerüchte untergebracht. Gibt's noch was, was du gerne loswerden möchtest? Nee, aber ich gucke noch kurz auf die Uhr. Also 1:45, also jetzt haben wir 105 Minuten, abzüglich kurze Pause, dann war die 100 Minuten eigentlich. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Ja, es war aber auch wirklich wieder viel los. Ja, es ist viel los. Also es wäre echt Zeit, dass der Liga-Alltag wieder beginnt, dass es dann nicht mehr so viel zu besprechen gibt. So sieht's aus. Also, wir bedanken uns bei euch, dass ihr euch wieder mal wirklich viel Zeit genommen habt, um uns zuzuhören. Ich habe von alle möglichen Social-Media-Kanäle geplackt, vielleicht noch den hier. @Butze mit 2Z, auch darauf wurde wieder mal auf Twitter aufmerksam gemacht. Das ist der Sebastian, den könnt ihr natürlich auf Twitter stalken, möchte ich fast schon sagen. Gestern habe ich gesehen, Sebastian, wir haben fast zeitgleich dieselbe Location besucht. Du warst doch im Höhenpark. Esslinger Burg. Ach so, nee, ich war erst im Höhenpark auf dem Kindesberg und dann war ich auf der Esslinger Burg und habe mir ein wunderbares Ketka-Konzert angetan. Ja, und ich also wirklich super schön. Ich war anderthalb Stunden vor dir da und bin einfach essen gegangen in diesem Restaurant. Was mich. Ach, ist ja egal. Probier's einfach aus. So. Und ja, wie gesagt, dem Sebastian könnt ihr auf Twitter folgen, @Butze und natürlich @Vertikalpass, vertikalpass.de. Da gab es auch schon wieder interessante Artikel zum einen und zum anderen gibt's noch was Tolles vom Vertikalpass, nämlich sind sie Teil der großartigen 11-Freunde-Saison-Vorschau. Und obwohl sie es nicht wussten, lagen sie schon mit einem ganz, ganz waghalsigen Tipp richtig. Nämlich Jürgen Klinsmann. Richtig, Sebastian? Mehr möchte ich nicht verraten. Nee, absolut, genau. Also wenn man kriegt die Fragen für diese, das erschien jetzt letzte Woche, das Sonderheft zum Saisonauftakt für beide Ligen und wir hatten zum zweiten Mal jetzt die Ehre, dort Fragen beantworten zu dürfen für den VfB Stuttgart und man beantwortet die Fragen dann natürlich irgendwie immer Anfang Juni, weil es ja den gewissen Vorlauf braucht und dort gab es unter anderem die Frage, wer unser wichtigster Neuzugang wird. Wenn ihr wissen möchtet, wen wir dort genannt haben, dann kauft euch das Elf-Freunde-Sonderheft. Wir haben gesagt, Jürgen Klinsmann in irgendeiner Form, Trainer, Präsident, Aufsichtsrat, Vorsitzender, Fritzle oder alles zusammen und lagen damit ja gar nicht so falsch. Also da waren wir ein bisschen stolz auf uns. Ja, könnte auch. Gut, mich findet ihr auf Twitter unter @RickyPalm und dann sind wir durch und hören uns nächste Woche Montag wieder. Endlich viel Fußball und wenig Wolfgang Dietrich. Das ist zumindest das, was ich mir jetzt schon vornehme. Sebastian. Ah, das ist schön. Das wäre so geil. Es gibt eine Karawane, das kann man noch kurz erwähnen. Oh ja. Vorm ersten Heimspiel. Karawane vom Cannstatter Bahnhof zum Stadion. Es geht los um 18 Uhr, 18:30 Uhr. Ja, 18 Uhr, ne? Trifft man sich am Bahnhof und 18:30 Uhr setzt man sich in Bewegung. Alle in Weiß, muss man noch dazu sagen. Also haltet euch dran, verdammte Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Und macht keine Fotos, sondern macht da einfach mit. Das ist viel wichtiger. Und ich freue mich einfach drauf, dann auch eine Karawane zu sehen und dann auch eine Kurve zu sehen, in der vermutlich, denke ich mal jedenfalls, kein einziges Wolfgang Dietrich Plakat und Banner hängen wird. Das ist irgendwie schön. Also wird, glaube ich, ein bisschen befremdlich sein, aber ich freue mich drauf. Ich mich auch und ich freue mich auf nächste Woche. Dann, wie gesagt, wieder mit Fußball. Bis dahin. Schönen Abend noch, beziehungsweise genau. Weiß ich nicht, schönen Mittag, wann auch immer ihr die Folge hört. Bis dann, ciao. Macht's gut, ciao.